und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Bevor wir in eine wundervolle Folge einsteigen, ihr findet uns auf Instagram, Facebook, Twitter, Strava, TikTok. Ich weiß nicht, warum uns noch so wenig Leute auf TikTok folgen. Dabei blasen wir da regelmäßig Content raus. Peter, wann haben wir zum letzten Mal was auf TikTok gepostet? Premium-Content, sage ich nur. Premium-Content. Wir sind begnadete Tänzer. Sommer, Sonne, Ferienspaß, wenn man Lehrer ist. Bei uns ist es Sommer, Sonne, Startlinien-Spaß. Und damit es mit der Startlinie richtig cool abgehen kann, müssen wir da topfit hinkommen. Damit es richtig gescheit funktioniert, möchte ich top erholt sein, meine Muskeln müssen richtig gut beieinander sein, mein Energiehaushalt muss stimmen. Und dabei hilft mir jetzt da seit Monaten schon Athletic Greens mit dem Produkt AG1. Das ist für eine faule Socke, wie ich es normalerweise bin, wenn es um solche Sachen geht, optimal, weil ich muss in der Früh an nicht viel mehr denken wie beim Kaffee machen. Es ist nämlich Dose auf, Löffel rein, dreimal durchschütteln, trinken, fertig. Dann habe ich erstens schon Flüssigkeit zu mir genommen, zweitens, ich habe 75 gute Stoffe mir zugeführt von B-Vitaminen, B2, B12, B6, Vitamin C, Zink, Selen. Weiß der Geier, was da alles drinnen ist, lässt das mal alles durch. Da ist extrem viel drinnen, das ihr braucht, um eure Wettkämpfe durchzustehen, und zwar auf Top-Niveau. Da ist viel drinnen, damit ihr nachher in der Erholungsphase wieder recht schnell weitermachen könnt, weil nur weil Rennen ist, heißt es ja nicht, dass nicht trainiert wird. Und daneben will man ja dann auch dann und wann mal entspannt irgendwie mit Freunden was unternehmen oder sonst was und will nicht nur in der Ecke liegen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Dementsprechend auch hier gut erholt ist gut gefeiert. Das heißt, probiert es einmal aus. AG1 von Athletic Greens. Kriegen dazu das Ganze auf www.athleticgreens.com/laufendendecken. Dort findet ihr das Angebot, das ist ein Community-Angebot, und ihr kriegt 5 Travel Packs extra. Ihr kriegt auch einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Einen Shaker, ihr kriegt diese Aufbewahrungsdose. Die Travel Packs empfehle ich auch sehr, weil gerade wenn ihr unterwegs seid, habt ihr das gleich direkt mit, müsst ihr das nicht vorher abfüllen, sondern ihr habt ein Packerl mit, auch unterwegs, aufreißen, reinschmeißen, trinken, fertig. Das heißt, zu einer guten Ernährung, zu einem guten Sommer, zu einem guten Wetter gehört Athletic Greens genauso dazu. Das heißt, hingehen, ausprobieren. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Oh ja, ich könnte jetzt noch weiterführen, aber apropos Tänzer. Es gab ja vor 3 Folgen, ein Interview mit Tom von Sport Streicher, und da haben wir ja den Peter herausgefordert, eine Wahnsinns-Performance zu Material Girl auf das Tanzparkett zu legen. Und der Peter hat geliefert, und der Tom war dann so nett und hat dafür 2 Schuhe gesponsert für Leute, die sich an dem Gewinnspiel beteiligen. Und es haben sich wirklich einige Leute beteiligt, und in einem unabhängigen, ganz zufällig basierten System haben wir 2 Gewinner gezogen. Ich kann jetzt nur deren Instagram-Handles rauslesen. Und zwar ist es der Heiko Running und Ultramops. Gratuliere dazu. Oh. Ultramops, also sind das dann ein Paar Schuhe oder 2 Paar? Weil, das muss man dann den Tom fragen. Möpse haben sehr kleine Schuhe, aber halt 4. Der Tom ist sicher bereit, auch für Möpse 4 Schuhe herzugeben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Wir werden euch auf Instagram verständigen, aber ihr müsst einfach dann bitte den Tom kontaktieren. Aber ich schreibe euch alles auf Instagram, und ihr dürft euch freuen. Juhu, juhu, Schuhe vom Tom Streicher. Die spannenden Sachen, damit wir da gleich wunderbar gleich die ersten Menschen verstören. Die Sachen haben in diesem Fall wieder Namen oder einen ganz bestimmten, nämlich die Julia Meier. Hallo, du bist natürlich keine Sache, aber ich habe keine bessere Überleitung gehabt. Das ist super, hallo. Die Julia Meier ist in
Österreich wahrscheinlich vielen Menschen ein Begriff, die sich mit Laufen oder Sport im Allgemeinen beschäftigen. Außerhalb Österreichs, wie das halt so mit Laufsport ist, wahrscheinlich eher weniger. Also wir haben relativ viele Menschen aus Deutschland, aber seht her, auch wir im Alpenland können laufen. Oder zumindest Sie, also wir schicken eine vor, die es kann. Julia Meyer kommt aus einer ganz anderen Richtung. Also du bist jetzt da, glaube ich, 27, 28? Ich bin schon 29. Passt, dann habe ich ihn in die richtige Richtung daneben gegriffen. Passt. Sehr sympathisch. Hui. Haben wir Glück gehabt, hä? Ja, ja. Du warst eh schon kurz davor, dich um Kopf und Kragen zu reden, aber wenn du noch mit dem Alter eins draufgesetzt hättest, dann hätte man den Podcast gleich abbrechen können. Wichtig ist, dass man irgendwie die Kurven noch kriegt. Und du bist aber schon sehr lang und sehr früh zum Sport gekommen. Genau. Nämlich schon in deinen, wie nennt man es, Teens, oder? Ja, wenn nicht sogar früher. Es war schon in der Volksschule durch meinen Bruder. Das war mein Freundeskreis, war sein Freundeskreis und die waren immer alle Fußball spielen. Und dann war mir Fahrt und dann bin ich halt einfach mit. Und ja, so hat sich das ergeben, dass ich schon eigentlich in der U7 damals mit dem Fußball begonnen habe, bei uns in Bad Fischau. Okay, wobei U7, da ist noch gemischt, gell? Ja, ja, ich habe bei den Burschen gespielt bis zur U15 und habe dann noch ein Jahr drangehängt, eine U drunter. Und das war immer gemischt, ja. Und ich habe dann aufhören müssen, so wie das halt ist, wegen Duschen und so. Genau. Okay, also U15, also ist dann quasi die letzte Klasse, die letzte Station. Okay. Bei den Burschen, genau. Man darf dann als Mädchen noch als ein Jahr ältere, bei den ein Jahr jüngeren mitspielen quasi. Ach, das heißt, U15, U16, das heißt, du darfst als 15-Jährige bei den 14-Jährigen noch mitspielen. Ja, genau, voll. Genau. Puh. Genau. Und das war halt für mich auch voll cool, weil das, ja, Bad Fischerbrunn ist halt eine kleine Ortschaft, eine kleine Marktgemeinde und da sind halt alle meine Freunde gewesen und auch die U drunter und die U drüber. Und genau, das war wahrscheinlich die absolut geilste Jugend und Kinder, die ich erlebt habe. Also ja. Völlig irre. Genau. Das heißt, hineingewachsen quasi ins Fußballspielen und einfach gesagt, das ist es, da bleibe ich dabei und fertig. Genau. Es war dann so, dass ich, nachdem ich eben auch das Jahr bei den Burschen dann bei den Jüngeren fertig war, war es für mich ja extrem emotional. Ich habe halt gewusst, ich will weiter Fußball spielen, aber es war halt dann die einzige Möglichkeit, dass ich zu den Mädels, zu den Frauen gehe. Und da gab es halt damals zu der Zeit 2, 3 Vereine in meiner Umgebung. Also das war dann eigentlich St. Pölten, was schon ewig weit weg war. Das nächste war Glocknitz. Und ja, dann bin ich zu Glocknitz, zu den Damen gegangen. Und das war für mich extrem aufregend. Ich war da die Jüngste und wir haben in der zweiten Bundesliga gespielt. Die sind gerade abgestiegen aus der Bundesliga. Und ja, das war ganz anders als zu den Burschen, weil das einfach großteils schon erwachsene Frauen waren, also ja, Erwachsene waren. Und ich bin da als, wie alt war ich, 15-, 16-Jährige halt hin. Und ja. Ein großer Vorteil, dass ich mit den Burschen gespielt habe, weil man lernt halt dann doch irgendwie sich durchzusetzen, weil die Burschen sind mit 15 auch schon in der Pubertät und gehen da auch eigentlich richtig hin. Und ja, dann habe ich mir bei den Frauen, bei den Erwachsenen, eigentlich gar nicht so schwer da. Und ja, dann war halt für mich die Überlegung in der Schule auch, weil ich das Angebot oder die Möglichkeit hatte, ins Internat damals eben nach St. Pölten in den Frauenstützpunkt zu gehen und quasi das Fußball auf professionelle Art und Weise zu machen. Und dann wäre ich wahrscheinlich eben auch zu einer Lenkbach oder St. Pölten halt gewechselt. Ich wollte das aber damals nicht, weil ich wollte nicht ins Internat. Ich habe einen Freund gehabt und ich wollte einfach nicht weg. Und früher war das auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt
ja, wie ich das jetzt ausdrücke, dass ungut nicht ungut rüberkommt, aber es waren halt bei den Mädels, das waren halt, viele waren halt damals schon lesbisch. Und da war eine Frauenmannschaft, waren halt 99% sind auch auf Mädels gestanden. Und das hat mich damals als junges Mädel ein bisschen abgeschreckt. War ich noch nicht so offen dafür und haben dann gedacht, ja, das will ich im Internat vielleicht nicht und so weiter. Und obwohl das für mich kein Problem war, weil bei uns in Glocknitz da jetzt immer noch gute Freundinnen, die natürlich auch damals schon auf Mädels gestanden sind. Aber für mich war das halt einfach keine Option, da jetzt wegzugehen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, bei Glocknitz zu bleiben. Und dann, ja, war das Glocknitz, Wiener Neustadt und in Wien, Erlangen meine Stationen. Wobei, genau. Das ist jetzt da 10 Jahre her, plus minus. Ja. Aber es hat damals quasi schon in St. Pölten Internat geben. Also es hat vor 10 Jahren quasi Nachwuchsförderung und so weiter war jetzt da schon da. Und man hat auch quasi sich auf eine professionelle Frauenfußballkarriere vorbereiten können. Weil manche, also was man jetzt also mitkriegt, die so, huch, 2017, die sind alle von, was nicht, vom Himmel gefallen. Vom Himmel geflogen. Genau. Wo kamen die jetzt alle her? Das heißt, das Ganze baut sich schon über länger auf. Es sind nur die Mannschaften sehr, von den Ortschaften, woher die Mannschaften kommen, ist es ein bisschen sonderbar. Weil wenn du jetzt in die Männer-Bundesliga schaust, ist jetzt halt Glocknitz, Neulenkbach und St. Pölten nicht ganz vorn dabei. Und richtig, ja. Ja, wo wir auch überall waren. Großschweinbad und Horn und ich weiß nicht wo, weiß der Kuckuck was. Das sind irgendwelche kleinen Orte. Aber man muss schon sagen, das hat einfach früher auch schon, es hat früher schon begonnen. Ich war damals in einer Landesauswahl beim ÖFB, gab es damals schon. Ich war mit der Manu Zinsberger, mit der jetzigen Dorffrau, das ist mein Jahrgang, war ich in der Nationalteam-Auswahl. Also es hat damals schon begonnen. Es war damals schon sehr, sehr professionell auch. Es hat halt einfach nur keiner mitgekriegt und es hat einfach niemanden interessiert. Absolut niemanden. Und wir waren auch damals noch lange nicht so, wie das jetzt ist. Also wenn man sich ein Fußballspiel vor 10 Jahren angeschaut hat und ein Fußballspiel jetzt von den Damen, dann ist das ja Tag und Nacht. Also es hat sich schon auch viel getan, weil einfach viel mehr der Fokus draufgelegt wurde. Ja. Ja. Und ich meine, es ist ja nach wie vor noch so, ich meine, jetzt fangen die Bundesliga-Vereine auch schon langsam an, dem Thema irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Also ich kenne es aus persönlichem Interesse, vor allem von der Austria, und die versuchen das schon zumindest von der Außendarstellung auf eine Ebene zu stellen und nicht mehr so als Stiefmutter. Es gelingt sicher noch nicht, und ich meine, wenn man sich das im internationalen Vergleich anschaut, ist das alles noch nichts. Und ich glaube, es ist auch mittlerweile, St. Pölten ist ja noch immer oder die Akademie St. Pölten ist ja noch immer das Nonplusultra. Ja. Und ich glaube, die jetzige WM und vor allem doch die letzte WM, wo Österreich dann ins Halbfinale gekommen ist, haben dem Ganzen sicher schon einen großen Boost gegeben. Da hat sich hier viel verändert in den letzten 10 Jahren. Auf jeden Fall. Noch ein weiter Weg, aber. Also St. Pölten ist immer noch, die sind ungeschlagen, fast ungeschlagen, heuer wieder Meister worden. Aber das sieht man halt einfach, das war damals auch, die hat es damals schon gegeben, eben wie ich gegen sie gespielt habe, da waren sie auch schon relativ gut und das hat damals schon so begonnen, dass die einfach kleinere Sponsoren auftrieben haben und da wurde Geld reingesteckt. In Spielerinnen zu holen aus dem Ausland, Trainerinnen zu holen aus dem Ausland oder Trainer und das Ganze einfach professionell aufzubauen. Die haben sich da so ein bisschen, die haben einfach ja geschaut, was passiert außerhalb von Österreich und deswegen hat das einfach funktioniert. Und ja, wie wir dann von Glocknitz zu Wiener Neustadt gegangen sind, beziehungsweise das war dann so eine Fusion, da hat sich auch schon ein bisschen mehr getan, ist dann auch schon besser worden. Und wie ich bei Erla war, da war das dann, das war auch so eine Mannschaft, wo einfach ein privater Sponsor dabei war und der hat sich darum gekümmert, dass wir Geld bekommen, wenn wir gewinnen. Und das war halt auch schon was. Ich meine, wir haben in der zweiten Bundesliga gespielt, vergleich das mal mit den Männern. Die kriegen in der letzten Landesliga, können die davon leben im Endeffekt. Und wenn die dann auch noch einen Punkt machen oder 3 Punkte, dann kriegen sie auch nochmal eine Prämie. Also es geht halt, ja, es fällt
mit Sponsoren, mit Geldgebern. Und ja, das war meine letzte Station. Das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht dort. Wir haben dann auch Relegation gespielt, weil wir Erster geworden sind, um den Aufstieg in die Bundesliga. Und das war aber dann, ja, mein letztes Spiel. Für mich war das eine turbulente Zeit, weil ich habe bei Erla Fußball gespielt. Ich habe währenddessen mein letztes Studienjahr gehabt. Ich habe schon gleichzeitig unterrichtet an der Sportmittelschule in der Wendstadtgasse. Und habe auch noch als Jugendtrainerin bei der Admira die U9, damals U8 betreut, genau, und dann auch noch ein Jahr später die U9. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich habe keine Zeit mehr. Der Mannschaftssport ist einfach extrem, ja, zeitaufwendig. Und ich habe halt auch nicht mehr gesehen, so, ich schaffe den Sprung nicht dorthin, wo ich eigentlich hin möchte. Ich wollte das, wenn dann, so richtig professionell machen, dass ich sage, ich schaffe es ins Nationalteam und ich spiele da. Dafür hat es halt einfach nicht gereicht. Ich war in der Auswahl damals dabei und bin dann nicht einmal mit einberufen worden, so in den Kader. Und da haben wir gedacht, ja, lass mal das. Das war eine schöne Zeit und es hat mir viel Spaß gemacht. Genau, und das war dann so mein Ende. 2016 habe ich aufgehört. Das heißt, du hast damals schon quasi den Anspruch gehabt, dass du gesagt hast, ich will das Ganze professionell machen, ich würde es auf Top-Level machen und ich mache das jetzt nicht nebenbei als, wie soll ich sagen, ambitionierter Amateur, sondern du hast gesagt, das würde ich machen, ich war zwar nicht im Internat, aber wenn, dann will ich es auf Profi-Ebene machen und quasi davon leben können. Ja, irgendwie schon, weil du steckst halt trotzdem viel rein, weil, ja, zweite Bundesliga ist halt nicht irgendeine Liga, die wir drunter hatten, sprich, wir haben schon oft eben Trainings gehabt, wir sind auf Trainingslager gefahren und wir waren halt immer auf den, ja, Top 3 Plätzen, wo du halt spielst um die Relegation. Und ja, ich stecke mir halt immer hohe Ziele und möchte es dann nicht irgendwie einfach so machen. Und dann habe ich gedacht, ja, bevor das jetzt dann irgendwie so eine Hobbypartie wird, dann lasse ich es. Genau. Ja, wobei jetzt vom Payment her ist es ja, also eben, du verdienst bei der Männerabteilung vom SV Horn in der zweiten Landesliga mehr wie in der zweiten Bundesliga bei den Damen. Also, da ist ja im Fußball, das ist diese Equal-Payment-Geschichte. Verbesserungswürdig, ja. Würde ich mal sagen. Ja, voll. Das ist ein spannendes Thema, weil da habe ich letztens ein gutes Interview gehört von der Irene Fuhrmann, von der Frauenteam-Chefin, die gesagt hat, man muss sich das halt anschauen und genau vergleichen. Was leisten die Frauen, was leisten die Männer? Jetzt nicht nur am Platz, sondern rundherum beim Training und man muss sich natürlich auch anschauen, die Quoten im Fernsehen und so weiter. Wenn das alles gleich ist, so wie jetzt das österreichische Nationalteam da wirklich aufrückt und sagt, man ist im Fernsehen vertreten, man ist in der Werbung vertreten, man hat so und so viele Zuschauer. Ja, wenn das dann wirklich gleich ist, dann bin ich auch voll dafür, dass das einfach wirklich auch gleich bezahlt wird. Aber wenn das jetzt, so wie es bei uns war, eine zweite Frauenbundesliga war, und für uns hat sich niemand interessiert und für die vierte Landesliga der Herren haben sich mehr interessiert und da waren halt mehr Sponsoren, dann ist es halt einfach so. Da muss man halt einfach der Wahrheit ins Gesicht schauen und sagen, so ist es und das kann man nicht ändern. Und ich finde es einerseits witzig, weil es gibt zum Beispiel Sportarten, bei denen das gar nicht so ist. Nimm Tennis her. Dort hast du bei weitem nicht so einen großen Unterschied zwischen Frauentennis und Männertennis. Und dort dann von Gleichberechtigung zu sprechen, finde ich auch richtig. Aber Frauenfußball, ich weiß, oder ohne dass es jetzt gemein wirkt, aber es ist schon noch ein bisschen, ein viel jüngerer Sport einfach auch als Männerfußball. Und wie du sagst, dass ich glaube, es ist auch wichtig, dass gerade der OF jetzt versucht, auch das zumindest medial präsent anzubieten und zu schauen, ob das die Leute auch interessiert. Aber wenn man fairerweise sagen muss, dass halt 100 Leute kommen versus 20.000 Leute, ist es auch irgendwie klar, dass die Sponsoren dann jetzt nicht dieselben Millionen hergeben, wie es jetzt für einen Spitzenverein im Männerfußball ausgeben. Was nicht heißt, dass man es nicht probieren soll und versuchen soll, auf eine Ebene zu heben. Aber ich glaube, wie du sagst, muss das Ganze auch ein bisschen realistisch sein und da ist noch ein weiterer Weg dorthin.
als jetzt beim Männerfußball. Ich denke, bei den Profis und vor allem jetzt bei der EM war es dann doch so, dass die Stadien eigentlich die gleichen Besucherzahlen, wenn nicht sogar die höheren Ticketverkäufe hatten als die Männer. Und ich finde, also ich persönlich finde, dass sie es richtig gut dargestellt haben und immer noch darstellen. Sprich, die Verantwortlichen, die dafür zuständig sind, die Instagram-Accounts zu bespielen und auch den TikTok-Account, den offiziellen von der Euro. Also das wird richtig gut gemacht. Da ist so viel Material da, das geht so oft viral, das macht echt Spaß zum Anschauen. Und ich meine, es ist jetzt vielleicht blöd, weil ich natürlich gern Fußball schaue, aber ich schaue es richtig gern. Nicht nur die Österreicherinnen jetzt, sondern auch die anderen Spiele, die da jetzt sind, weil das einfach wirklich schon richtig, richtig guter Fußball ist. Ich meine, wenn man sich die englische Nationalmannschaft anschaut, Halleluja, was spielen die für einen guten Fußball. Ich habe zu meiner Mama gesagt, also das ist fast kein Vergleich mehr zu den Männern. Die spielen körperlich so gut, technisch und taktisch ist das Feinste, was ich seit langem gesehen habe. Also gibt es Männermannschaften, die, wie soll ich sagen, jetzt keinen guten Fußball spielen, die einfach ja sich hinstellen und mauern. Fertig. Und das ist die Taktik. Also, wie war das? Griechenland EM 2008 oder so? Ja. Das war schwierig zum Anschauen. Also, es hat funktioniert, ja, aber schön war das nicht. Ja, aber wenn man sagen muss, es gibt auch Frauenfußballmannschaften, deren Taktik ist, sich hinten reinzustellen. Ich finde, das ist durchaus legitim, und wenn du damit gewinnst du damit, dann warst du einfach besser. Aber ich finde, und als sympathisante Ausdruck gebe ich im Herzog Andi relativ wenig recht, aber da hat er schon recht gehabt, wie er gesagt hat, den großen Unterschied, den er sieht, ist, dass Männerfußball ist ein Business und Frauenfußball, da merkt man auch die Leidenschaft. Da wird weniger taktiert, da gibt es weniger dieses ganze Gemotzel drumherum, so ich lasse mich theatralisch fallen. So, da wird einfach Fußball gespielt. Die sind froh, dass sie da vor 30.000 Leuten Fußball spielen, weil sie das auch noch nicht so oft tun, ist das noch was Besonderes. Wenn es internationale Männerfußball, das einfach gewohnt bist, dass du jede Woche vor 40, 50, 60.000 Leute spielst, ich glaube, irgendwann vergisst das einfach und irgendwann wird das normal und dann schätzt du das nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, im Frauenfußball wird das noch geschätzt, dass da wirklich 50.000 Leute herkommen, die für ein Fußballspielen zuschauen. Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht so absichtlich, sondern da kann es noch gar kein Business sein, weil noch gar nicht so viel Geld einfach da drinnen ist. Ja. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den man erwähnen muss. Und was mir jetzt noch dazu einfällt, weil du das mit dem Herzog gebracht hast, viele sagen jetzt einfach so, ja, die Österreicherinnen sind wieder mit ihrem Team-Spirit, sind jetzt wieder so weit kommen und so. Und ich finde, das wird einfach alles runtergespielt, was sie eigentlich können und leisten, nur weil jetzt dauernd erwähnt wird, ihr Team-Spirit. Ich meine, sicher ist es schön und gut, dass sie das haben. Ich meine, das hat jede Mannschaft. Bei manchen kommt es halt mehr rüber, bei manchen kommt es weniger rüber, weil sonst wären es keine Mannschaft. Aber ganz ehrlich, die haben Einzelleistungen gebracht auch großartig. Und das wird gar nicht so erwähnt. Auch von einfach nur von Läuferinnen auf der Seite, die einfach ihre Arbeit tun und am meisten gefault werden, wie zum Beispiel die Julia Hickelsberger. Die hat sich auf der Seite abgerackert und alles gegeben. Und wie sie dann beim letzten Spiel rausgegangen ist und also austauscht wurde, war es angepisst, weil es einfach nicht funktioniert hat an dem Tag. Aber ja, ich weiß nicht. Das wird halt selten erwähnt. Das finde ich schade. Das macht mich schade, weil ich weiß, wie sich die Mädels fühlen. Ich meine, sicher ist cool, wenn da erwähnt wird, ja, Teams wird und alles ist so super und alles ist so toll, aber der Teamspirit allein macht es auch nicht, dass man ja, aber so weit kommt. Ich glaube ganz einfach, dass die Geschichte, die du dann so ein bisschen erzählen kannst, wo du so ein bisschen zu so einem Art Sommermärchen aufbauen kannst, und das ist einfach so die Geschichte, die du dann hinaustragst, dass da noch viel mehr dahinter ist, glaube ich, eh klar. Aber ich glaube, es ist zumindest gut, dass man versucht, da irgendwie so dieses, das ist auch Österreich quasi, und dass dann halt auch die normalerweise halt zu EM Männerfußball einschalten, dann genauso bei den Frauen irgendwie mitfiebern, und das ist halt die Geschichte, die man da so um das Ganze rumpackt. Das finde ich aus OF-Sicht auch irgendwie verständlich. Wobei jetzt, dass ich das Thema mit dem Payment erstens abschließen kann und zweitens auch als Rutsche benutzen kann, da finde ich ja den ÖRV, also den Radsportverband, finde ich ja cool, weil die jetzt einfach in der Bundesliga, also in der Radfahrbundesliga und so weiter, einfach gesagt haben, okay,
wenn du bei uns ein Bundesliga-Rennen gewinnst, Männer oder Frauen, wir zahlen einfach das Gleiche, fertig, aus. Was natürlich auch daran liegen kann, dass Männerradsport in Österreich halt ähnlich gehandhabt wird wie Frauenradsport. Es wird einfach ignoriert. Also so ganz, also medial. Ja, es werden nur die erwähnt, die halt international fahren. Genau, also die näher nicht in Österreich fahren, sondern für Team XY, für, weiß nicht, Bora Hans Grohe oder für irgendwen, die auf den österreichischen Radsport exakt nicht angewiesen sind, die kommen dann vor, weil sie halt bei der Tour de France mitfahren. Ja, hurra, hurra. Denen ist aber eh schon wurscht. Aber zumindest das mit, dass es in der österreichischen Bundesliga, dass der Verein oder der Verband sagt, wir versuchen es, den Schritt habe ich eigentlich ganz geil gefunden. Ich glaube, das haben sie erst vor 2 Jahren oder so gemacht. Ja, schau, wenn du jedem an nichts zahlst, dann kannst du den Frauen auch nichts zahlen. deswegen sage ich ja, dort geht es leichter, weil beim Fußball ist einfach so viel mehr Geld drinnen. Aber ich glaube, ich habe das mitgekriegt, bei dieser E-Cycling-Bundesliga. Da hat es begonnen, da bin ich ja auch mitgefahren, das war eh voll lästig. Das war dann eben auch sein Ansporn. Ich weiß, dass du mitgefahren bist, weil ich war ja auch dabei. Das war lästig, ja, oder? Ja, wir sind gegeneinander gefahren, war nicht so. Und nein, ich war nicht immer fuhren. Also, hast du keine Preisgelder bekommen, bitte? Lass mir das Thema. Ich war ganz zufrieden, wenn ich einfach im Mittelfeld irgendwo unterwegs war. Okay? Das war gut. Ja. Ich bin kein Bergfahrer, es hilft halt einfach nichts. Aber wenn wir sich ehrlich sind, wahrscheinlich, wenn es gegen die Julia laufst, dann wirst du ähnlich abschwenken. Fahren wir lieber auf Zwift. Da bin ich wenigstens in Schlagdistanz. Wobei, da muss ich auch sagen, da war einer dabei, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, eben in dieser Saison, die auf der freien Rolle gefahren ist. Ja, Wahnsinn, oder? Wie? Ich habe mir nur gedacht, ja, sicher geht's, weil ich meine, die Radlfahrer, die machen das ja immer, beim Aufwärmen auch und so, die haben dann halt nichts anderes mit und fahren sich halt so ein. Aber ich denke mir, gerade wenn du dann alles gibst auf dem Ding, das ist schon gefährlich. Halleluja. Also, da ist so ein eingespannter Radltrainer, der 25 Kilo hat, schon sicherer. Auf jeden Fall. Und nicht mal der. Ich bin ja ein Trainingskollege von mir, ist der Moran Vermeulen, der ist ja Radprofi in Österreich beim Team Felbermeier. Und der wohnt in der Ramsau und hat dort auch, wir haben dort seinen kleinen Trainingsstützpunkt. Und der hat sein Radl und seinen Wahoo am Boden mit reingeschraubt, weil der halt so anreißt. Am Schluss tritt der ja über 1000 Watt und das reißt sich hin und her, das Teil. Da muss man den zusätzlich noch halten, damit der nicht umfliegt. Also ja. Völlig irre, was da für Kräfte. Ja. Wahnsinn. Aber du hast dann, du hast Fußball gespielt, hast jetzt da ein bisschen gezwiftet. Für Lau halt. Warum auch nicht? Und hast dir dann aber eine Sportart ausgesucht, wo man in Österreich medial ganz vorn mitspielt, täglich in der Berichterstattung vorkommt und wirklich die Millionen macht. Richtig. Gedacht, laufen geht sie aus. Wie bist du von Teamsport, Fußball zum Laufen überhaupt gekommen? Nachdem ich 2016 aufgehört habe bei Erla, war ich dann quasi so im Nichtstun. Und ich kenne das nicht, Nichtstun. Also bei mir hat täglich war Training oder Fußball oder Volleyball oder Schwimmen, Spaß halber. Und dann stehe ich da in der Schule und denke mir, sonst gibt es nicht, irgendwie ist mal Fahrt. Und ja, so leichtes ADHS-Kind, sagt mein Trainer immer, bin ich. Und dann bin ich spontan, ich meine, laufen gegangen bin ich immer wieder gern, und spontan beim Vienna Night Run mitgelaufen. Das war sogar noch 2016. Bin ich Dritte geworden, mit 18, 24 oder so. Da haben wir gedacht, okay, cool. Haben wir dann geschaut, wer da so vor mir ist. Jetzt die gesperrte Mittelstreckerin, die Niedereder, war da vor mir.
Und ich habe mir gedacht, okay, cool, die hat gar nicht so viel Abstand und irgendwie taugt man das. Und mein Direktor in der Wendstadtgasse ist ein ehemaliger Triathlet. Und wir haben dann irgendwie so ja zum Plaudern begonnen und immer in den Pausen gemeinsam trainiert. In den Freistunden sind wir schnell in den Kurpark rüber und ein paar Runden gerannt. Und dann hat sich das, der hat dann gesagt, ja, such dann Trainer. Das musst du einfach probieren. Gut. Und dann habe ich mal einen Leichtathletiktrainer gesucht und einen Leichtathletikverein in Wien, DSG Wien, wo ich jetzt immer noch bin. Und da habe ich 2017 im Februar im Dussiger meinen Vertrag unterschrieben bei der DSG Wien. Okay. Genau. Und ja, seitdem laufe ich. Trainervertrag oder? Nein, einfach nur, dass ich quasi, nein, das, damals war es auch weit weg vom Geld. Das war einfach nur, damit ich überhaupt bei Meisterschaften starten kann, brauchst halt einen Verein und das muss halt alles irgendwie Hand und Fuß haben. Genau. Und ja, das war im Februar 2017 und dann, ich sehe schon in dem ersten Jahr, das ist witzig, wenn du vom Fußball aus einer Mannschaftssportart kommst, dann hast du absolut keine Ahnung, wie verrückt und teilweise fad und zurückgekommen diese Leichtathletik eigentlich ist. Das war völlig irre für mich. Ich bin mal vorkommen, so wie vor 150 Jahren manchmal. In so einem Teambus, so in Alten, in irgendwelche Jugendherbergen schlafen und so weiter. Völlig irre. Und das war dann im März in Itter, mein erster Bewerb überhaupt. Crosslauf-Staatsmeisterschaft in Itter. So tief, also in Meter LAZ? 20, 30 Zentimeter. Nein, das war immer okay. Auf dem Feld, 30 Zentimeter okay. Im Gatsch. Ja, es klingt danach, nach Crosslauf-Meisterschaft. Ja. Ja, und genau, das war meine erste Meisterschaft. Und das Witzige daran war, dass die Andrea Meyer dort am Start gestanden ist. Und ich, nachdem ich, das war ein Monat, kein wirkliches Leichtathletiktraining noch gehabt habe, war aber wurscht, das war groß, einfach nur mitgerannt, überhaupt keine Ahnung von einem taktischen Verhalten in einem Wettlauf, bin ich natürlich mit Andrea Meyer in der ersten Crossrunde mitgelaufen. Wir sind da durch diese 30 cm Gatsch, ich weiß nicht, mit 3,20 Schnitt ist die daherkommen und ich bin halt mit. Und ich denke mir so, okay, cool, ich bin da mit ihr mit und niemand ist mit mir mit. Wir sind da zu zweit, leihwand. Und ich bin nach der ersten Runde bin ich blau gegangen. Das war die absolute Hölle. Von wie vielen? Ich weiß nicht mal, wie viele das waren. Es waren dann doch so 4 oder 5 Runden. Und ich habe es dann irgendwie noch geschafft, dass ich Dritte geworden bin. Ja, das war also abartig. Das war echt schier. Und ein paar Monate später war mein Staatsmeistertitel über die 5000. Das war taktisch schon ein bisschen klüger, weil da hat mir mein Trainer gesagt, sowas machen wir jetzt nimmer. Und dann habe ich mich, das war eigentlich recht cool und untypisch, mit einer anderen immer Runde für Runde abgewechselt. Und ja, ich habe dann im Schluss Sprint quasi gezeigt, wo der Hammer hängt und habe gewonnen. Ich glaube, 300/400 war ich vorn. Aber das heißt, bei der ersten Staatsmeisterschaft hast du mal gleich den besten Fehler gemacht, den wir alle machen, einfach einmal ordentlich overpacen, damit nichts sein kann. Richtig. Ja, aber dann hat man gleich den Fehler irgendwie abgehakt, habe ich gemacht, passt, check und dann nicht ganz so. Außer man ist der Beta, dann macht man jedes Mal. Nein, ich habe ihn doch noch ein Jahr sicher noch immer wieder weitergemacht. Vor allem dann auch auf der Bahn. Über 800 und 1500 macht man das auch oft. Ja, wobei 800 und 1500, also diese sind das schon Langstrecken? Nein, das sind Mittelstrecken. Also Mitteldistanz ist das, glaube ich. Mittelstrecke, ja. Das sind aber auch grausliche Strecken. Das ist noch nicht zum Taktieren, aber gleich all out gehen ist auch keine gute Idee. Nein, also, das ist schrecklich. Also 800 Meter oder 1500, glaube ich, ist einfach nie ein Spaß. Na, zumindest gar nicht, wenn du das nicht kannst. Und ich bin halt eine, die es nicht kann. Aber hast du vom Fußball wirklich diese Sprintfähigkeit mitgenommen? Weil man, das ist ja was beim Fußball definitiv brauchst. Die auf jeden Fall, aber das sind bei mir leider Gottes nur die letzten 150, vielleicht 200 Meter. Und
nicht so, wie es das vielleicht brauchst, die letzten 400 oder so, wo es dann noch richtig raushauen kannst. Das nimmt man leider. Wenn ich das noch mitgenommen hätte vom Fußball, wäre es geil. Aber das ist nicht so. Aber das ist tatsächlich, das sieht man immer wieder bei Leichtathletik-Meetings quasi, dass wirklich so die letzte Runde, dass wirklich ja. So bei 400 geht dann quasi der Zug los und wenn du das versäumst, dann ist halt ungut. Ja. Weil dann bist du halt allein. Aber ich denke, das ist, ja, dann bist du allein und dann verlierst. Ja. aber ich denke, das ist sicher eine Fähigkeit, die man lernen kann, weil die Gidei, die war die letzten Jahre noch nicht so gut, dass sie auf den letzten 400 irgendwie so um die letzte Runde mitlaufen hat können. Und Render war ein Halbmarathon jetzt in Weltrekordzeit in 62 Minuten. Und jetzt bin ich, völlig absurd. und jetzt bei der WM hat sie es aber einfach geschafft, auch die letzte schnelle Runde zu machen. Und die ist halt jetzt für mich auch eine so, die kann alles. Und das sind dann aber immer wieder so Vorbilder, wo es ziehst, die entwickeln sich halt auch weiter. Und das ist halt auch cool zu sehen, als ja eine Läuferin, also wie es ich bin, halt noch circa 10 Welten von ihr entfernt. Aber trotzdem ist es halt so, dass sie auch Zeit braucht. Das ist geil. Ja, ich glaube, das ist auch dann diese letzte Runde ist wahrscheinlich dann so eine speziell läuferische Fähigkeit, die du dir aneignen musst, die kannst einfach nicht von einem anderen Sportart irgendwie mitnehmen, oder? Nein. Weil beim Fußball brauchst du es einfach nicht, weil solange du das Feld einmal quer laufen kannst und dann auch noch halbwegs flanken kannst oder so, wenn du Außenspieler bist, dann reicht das auch schon. Genau. Ja. Wobei, die letzten 400 Meter, weil es gerade aktuell ist, was hältst du von unter 51 Minuten 400 Meter zum Laufen? Aber mit Hupfern dazwischen. Die Hürden, weil Hürdenweltrekord, ja. Ja, wahrscheinlich die beste Leistung, die eine Frau je gebracht hat. Oder überhaupt. Nehmen wir jetzt die Männer damit rein. Ja, für mich unvorstellbar, sowieso über Hürden zu laufen, weil wenn man das mal wirklich real life gesehen hat, wie die richtig Guten das machen, die rennen da drüber so, als wäre nichts. Also ja. Völlig absurd, wie das bei mir auf der Schmelz, ich habe das ja machen müssen, Aufnahmeprüfung, Hürden, bei mir war es Hürden, nicht hupfen, also wirklich springen. Es war Hürden springen und dazwischen versuchen, irgendwie die Zeit aufzuholen und zu laufen, bis man wieder drüber springt. Und ja, also richtig, richtig arg. Und sie hat ja selber gesagt, wenn der Trainer sie flach laufen lässt, dann wird sie sich zuzutrauen, unter die 50 zu bleiben. Also abartig. Ja. Aber das ist, also, wenn ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, puh. Ja, aber was ich mir viel schlimmer vorstelle, ist, wenn du dann da drüber hupst und dann erwischt, kommst du nicht drüber und dann haust dich gegen so das Teil an, weil die haben einen gewissen Rhythmus und wenn es da quasi funktioniert, dann kommen sie auch, also auch bei den Männern so, ich habe es jetzt noch nicht so aufgesehen, aber. Und wenn sie da halt den Rhythmus irgendwie nicht ganz haben, dann duschst du halt gegen so eine Hürde. Und ich denke mir, das muss doch echt verdammt wehtun. Weil das ja, ist ja Holz, oder? Ja, na, das ist so eine Art, ich weiß nicht, das ist gar nicht Holz. Es ist innen vielleicht Holz, aber es ist außen nochmal so beschichtet mit, das ist halt das, was wir am LAZ haben, das sind so Plastikteile und die tun schon weh. Das muss wahnsinnig schmerzhaft sein. Also allein deswegen könnte ich nicht Hürden laufen, weil ich als mit meinen zwei linken Haxen, mich haut's ja schon so ständig hin. Und wenn du dann auch noch Hürden vor mir stehen, dann habe ich deren. Bitte versprich mir, dass du niemals Hürden laufst. Und wenn ich jemals sagen sollte, dass du irgendeine Challenge bei uns machen sollst mit Hürdenlauf, lehne sie einfach direkt ab, weil ich lehne generell jede Challenge ab. Es sind 6 Monate Krankenstand, das weiß ich jetzt schon. Lustige Geschichte, ich bin am Sonntag weggelaufen und echt keine 2 Meter, nachdem ich weggelaufen bin, hat mich so auf die Fresse gehauen, weil ich irgendwo eine Wurzel übersehen habe. Und jetzt habe ich da irgendwie Schrammen und alles. Also bitte lass mich nie Hürden laufen. Ja. Das erinnert mich an meinen Freund. Der ist auch so einer. Der hebt auch seine Haxen nicht und bei jeder Wurzel stolpert er und liegt. Na. Ja, aber ist er Trailläufer? Na, ja, ehemaliger Radlfahrer. Ich meine, das und ich bin Trailläufer, da ist es ja noch fataler.
Er läuft nur im Wald und jetzt hat er trotzdem dauernd auf. Ja, aber ich hatte das vor 3 Jahren, da habe ich echt so eine Phase gehabt, da hat es mich echt bei jedem Lauf hingehört, aber nicht so, dass du sagst, es hat ihn nur ein bisschen länger, jetzt hat es mich noch ein bisschen länger, das war jetzt nicht ganz so schlimm, aber so, dass ich mir den Arm irgendwie gestaucht habe und dann hat es mich nochmal auf denselben Arm gehaut und da habe ich schon gedacht, ich muss die Laufschuhe an den Nagel hängen, weil es gibt's nicht, ich schaff's nicht, dass ich die Beine hebe. Aber ja, irgendwie habe ich es auch überlebt. Das heißt, du bist dann so einer, der bergab auch so richtig einfach komplett gestört runterläuft? Nein, das eben nicht. Mein Problem ist, ich kann nicht meinen Kopf ausschalten. Das ist eher Peters Revier. Der ist dann so Kopf aus und runterfliegen, das glaubst, es gibt keinen Morgen mehr. Ich behaupte auch, dass es in Österreich nicht viele gibt, die schneller als der Peter bergab sind. Profis jetzt vielleicht ein bisschen ausgenommen, aber so viele Profi-Trailläufer gibt es auch wieder nicht. Das stimmt. Aber dafür Kennt ihr den Klaus Gößweiner? Ja. Ultraläufer aus der Steiermark? Ja. Der ist so einer, der ist verrückt. Der ist einfach nur verrückt. Aber cool, es ist wirklich cool. Ich habe den 2019 kennengelernt und war dann mit ihm einmal laufen und das war aber dann ein maler Dauerlauf. Ich denke mir so, ja, okay, ich meine, meine Trainingsläufe sind eh auch oft länger. Wir waren aber 3 Stunden unterwegs und wir sind halt auch einfach auf dem Hauser Keibling raufgelaufen und wieder runter und es war da oben so Schnee und ihm war alles wurscht und dann immer beim Runterlaufen sind wir nicht gelaufen da, wo du denkst, ah, wir laufen, da ist ein Weg. Nein, der Klaus rennt mitten durch den Wald. Und es war dann halt auch immer so, dass er immer auf mich warten hat müssen, weil ja, dann auch die Angst einfach, dass mich da wirklich aufhaut und mich haut sie dann auch auf. Also völlig irre, diese Trailläufer. Ja, aber ist das was dich grundsätzlich nicht so fasziniert oder bist du dann eher wirklich bei dir, ist das dir dann zu langsam oder ist das nicht was dich so grundsätzlich interessiert? Das Traillaufen? Ja, das sagt mir schon, es ist eh cool. Ich finde, ich laufe auch gern im Gelände meiner Dauerläufe, weil es mir einfach Spaß macht, weil es abwechslungsreich ist. Aber das ist jetzt nicht so schwieriges Gelände. Das ist dann immer nur schwieriges Gelände, wenn ich mit den Verrückten unterwegs bin. So wie zum Beispiel meinem Trainer aus der Steiermark, der sagt, wir gehen laufen und ich nehme meine Laufschuhe und bin dann halt im Top und in der kurzen Hose und wir laufen da den Dachstein rauf, so halb. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Weg ist, wo nur noch Geröll ist. Und dann stehe ich da mitten im Geröll und denke mir so, was ist das? Es ist dann währenddessen, denke ich mir so, na, es ist jetzt nicht unbedingt meines, aber nachher, wenn es dann fertig ist, denkst du so, ah, es war schon geil. Also ich mag schon auch so coole Herausforderungen wie auf die Streif rauflaufen letztes Jahr. Das macht halt einfach Spaß, weil es halt verrückt ist. Also an sich finde ich schon cool. Es passt halt unter dem Jahr bei mir gar nicht rein. Naja, und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Laufschritt wie flach auf der. Also es ist Bahn und Straße ja schon unterschiedlich, aber bergauf, bergab ist halt ganz anders wie flach an Zehner laufen oder so irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Ich mache es aber gerade, das Laufen im Gelände, um meinen Laufschritt zu verbessern. Okay, warum? Um den Schritt größer zu machen, um den Schritt kräftiger zu machen, bergab, um das halten zu können, quasi die Kräfte, die einwirken. Und ich habe eigentlich dadurch, und weil ich gern barfuß laufe und oder barfuß laufen muss von meinem Trainer aus. Und da geht's halt auch nur, wenn du im Wald unterwegs bist. Ja, und genau, das sind so Dinge. Ich laufe eigentlich selten meine Dauerläufe flach auf der Straße. Ja, und ich finde auch, du musst dadurch, dass es immer ein anderer Schritt ist, also hast du nicht immer denselben Schritt und dadurch meines gefährliches Halbwissens nach trainierst du auch kleine Stabilisatoren, Muskeln, irgendwo Hüfte und so, weil du halt dich irgendwie ständig anpassen musst und mal ein bisschen weiter links, mal ein bisschen weiter rechts auftreten musst, damit du irgendwie durch die Steine durchkommst. Also ist auch irgendwie für den Körper eigentlich ganz gut. Ja, koordinativ, also es sind dann halt so Sachen, ich mache wenig so koordinative Übungen, die man beim Fußballspielen eigentlich oft gemacht hat, so Koordinationsleiter oder so. Das mache ich eigentlich seltener, weil mein Trainer immer sagt, ja, geh in den Wald, da hast du eine natürliche Koordinationsleiter, sonst haut's dich nämlich auf die Goschen. Laufen im Kreis kann jeder Idiot, sagt er immer. Und er hat auch recht, so ist es auch. Das stimmt wirklich. Und es gibt auch Leute, die machen das 24 Stunden lang. Das sind dann die dann gar nicht aufhören können. Ja. Wobei, laufen im Kreis oder auf der Straße kann jeder Idiot. Ja, aber viele können es halt nicht so flott wie du.
weil du bist ja jetzt dann nicht mehr einfache österreichische Meisterin, sondern M-fach. Also kommt drauf an, wenn, das kommt drauf an, wann ihr euch diese Folge anhört. Wenn es euch gleich anhört, dann ist es, glaube ich, 17-fach. Und wenn es euch in 2 Jahren anhört, hört es, wird es eine andere Zahl sein. Sie wird höher sein. Ja, ich meine, du hast recht. Aber das ist halt einfach Kontinuität im Training. Vieles hartes Training, das halt einfach schneller macht. Ist ein Prozess, der bei mir so richtig 2020, eigentlich Ende 2020, nachdem ich fertig war mit der Grundausbildung beim Bundesheer, bin ich eigentlich im Dezember 2020 quasi in die Ramsau gezogen und habe dort gelernt, was es heißt, ein Profi-Leben zu leben. Weil mein Trainer eben mit vielen Olympia, also mit zumindest mit einem Olympiasieger und mit vielen Olympiateilnehmern durch die Banksportarten eben zusammengearbeitet hat und seine beiden Söhne einfach auch aus dem Langlauf und aus dem Radsport kommen. Der weiß, und er selber auch Weltcup gefahren ist, weiß einfach, was das heißt, und da habe ich das kennengelernt. Und das ist halt einfach, ja, hartes Training und das gleichzeitig aber auch Spaß macht, wenn die Erfolge und die Leistungsentwicklung einfach sichtbar ist. Und das ist ein irrsinnig geiler Prozess, wo ich mir jeden Tag eigentlich denke, wie verrückt, wie bizarr ist das, weil ich bin halt vor allem auch durch meinen Trainer so ein kleiner Datenfreak und zeichne halt alles auf und vergleiche alles. Und du siehst halt dann, wenn ich jetzt rückdenke an 2019, wenn ich meinen Dauerlauf in 5:30 laufen bin oder so, und jetzt laufe ich teilweise in 4:20 mit dem gleichen Puls. Völlig, völlig unverständlich einerseits und andererseits halt auch nicht, weil es ist halt einfach Training. Es ist einfach logisch. Ja, das ist cool. Wobei, da zwei Fragen dazu. Das ist, weil du laufst ja alle möglichen Distanzen, also 5000 Meter, 10.000, 3000, bis die 1500 gelaufen. Ich glaube, das ist jetzt da zu kurz mittlerweile schon. Also du laufst jetzt eher längere Sachen. Aber bis Halbmarathon laufst du ja alles. Ich weiß nicht, ob du Marathon auch anvisierst. Aber was ist der Plan jetzt? Was ist der Plan später? Weil in der Leichtathletik ist man ja normalerweise für die kurzen Strecken auch mit, was nicht, 20 eher unterwegs? Oder bin ich einfach denk, komplett man muss falsch? Nein, bist gar nicht falsch. Ich denke, man muss es vor allem auf die Trainingsjahre beziehen. Und da meine Trainingsjahre momentan auf, 18, 19, 20, 21. Ich bin im vierten Trainingsjahr, somit eigentlich noch sehr jung. Sprich, wenn ich mich auf die 1500 konzentrieren wollen würde und ich hätte die Genetik dazu, wird das auch funktionieren. Habe ich aber nicht und deswegen funktioniert es auch nicht. Mein Plan, den ich 2017 gehabt habe, da hat es keinen gegeben. Da bin ich einfach gelaufen. Alles, was mir Spaß macht, und habe alles ausprobiert. Genauso war es 2018. Und dann war es so, dass ich mich vermehrt auf die Mittelstrecke konzentriert habe, weil ich das an sich große, unter Anführungszeichen, Laufvolumen nicht ausgehalten habe, weil ich faules Schwein, wie ich natürlich teilweise auch bin, alternativ oder ausgleichend nichts gemacht habe. Dehnen war für mich nicht existent. Und dementsprechend war ich einfach ein Frack. Und dann hat mir mein Athletikcoach gesagt, ja, wenn du jetzt nichts änderst, dann wirst du bald nicht mehr gehen können. Ans Laufen brauchst du auch gar nicht mehr denken. Und dann habe ich ganz viel Athletikarbeit machen müssen. Und das hat sich natürlich dann angeboten, 2018 auf die Mittelstrecke zu gehen, auf die 800 und auf die 1500. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann hat sich mein Körper wieder so erholt, dass ich dieses Athletiktraining dann einfach immer wieder normal eingebaut habe und nicht so exzessiv, wie ich es dann habe machen müssen, damals, weil ich einfach schon fast an Verletzungen dran war. Genau, und 2019 habe ich mich dann eher auf die 5000 fokussiert, weil es mir halt einfach extrem taugt. Das ist halt einfach meine Lieblingsdisziplin eigentlich. Und
das hat dann auch extrem gut funktioniert. Da war ich bei der Team EM Dritte und wir haben den Klassenerhalt einfach auch geschafft. Und ja, dann habe ich mit Vincent Vermeulen, meinem jetzigen Trainer, schon vermehrt begonnen, Leistungstests auch mit ihm zu machen. Und den ich schon ewig kenne, durch Fußballspielen, war der mein Physiotherapeut. Und der hat mir gesagt, der hat einen Leistungstest, den ersten dann gesehen und hat dann gesagt, ja, also Mittelstrecklerin bist einfach keine. Und du solltest eigentlich auf die längeren Distanzen gehen und auf das trainieren. Und ich habe gedacht, na sicher nicht, ich laufe kein Marathon. Das ist völlig irre. Ich laufe keine 42 Kilometer. Und verrückt, wie kann man so lange laufen, das verstehe ich nicht. Ja, wenn man dazu meint, dann bist du quasi warm gelaufen. Ja, passt doch. Ja. was macht man nach einem Marathon? Nach einem Marathon laufen. Na, oder okay. Es gibt dann, die machen es ja dann nochmal und nochmal und nochmal. Na. Ja. Also man kann schon 3-4 Marathons hintereinander laufen, das ist schon okay. Ja. Dann zahlt sich dann das Startgeld aus. Ja. Ich meine, du wirst jetzt nicht so viel Startgeld zahlen, aber unser eins, ich meine, wenn ich da schon was zahle, dann will ich auch ja. Was für mein Geld haben. Ja, und nachdem ich dann aber halt wirklich durch meine Leistungen eigentlich auf über 5000 zum Bundesheer kommen bin und das Ganze dann professionell gemacht habe, hat der Vincent dann gemeint, na gut, aber was willst du jetzt machen? International konkurrenzfähig auf 5000 Meter wirst nie werden. Du wirst zwar gut werden und schnell werden, aber so wie du, und ich habe das halt damals auch noch nicht verstanden, was er meint, so wie du irgendwann einmal am Halbmarathon und Marathon gut sein wirst, da bist du viel näher an der Weltspitze dran als über die 5000. Das heißt, du bist österreichische Rekordhalterin mittlerweile. Auf die 5 Kilometer Straße. Auf der Straße, ja, 10 Straße und Halbmarathon. Genau, und das sind 15,45. Das heißt, wenn jetzt da jemand, also 15,45 musst du mal 5 Kilometer laufen, so ist es jetzt einmal nicht. Aber wenn das in Österreich bist du jetzt da dementsprechend die Schnellste. Wenn er jetzt da sagt, international bist du da noch quasi weit weg, von wie viel reden wir da? Ja, er redet halt, ich meine, europaweit ist es schon ganz okay. Ich war mit den 15,45 letztes Jahr war ich an 7. oder 8. Stelle auf der Top-List. Das ist schon gut. Aber er redet halt dann immer von allen. Also er redet dann, wenn du dann bei einer WM stehst und du dich qualifizieren solltest, dann kriegst du halt 2 oder 3 Runden. Das ist peinlich. Das ist nix. Was soll das? Er sagt dann immer, das ist ganz süß, aber das ist nix. Und er hat mir damals schon gesagt, wie ich noch lang keinen Marathon gelaufen bin und auch vor allem die Halbmarathonzeit noch nicht gerannt bin, hat er einfach nur aufgrund meiner Leistungstests und meiner Trainingsleistungen, hat er mir immer gesagt, du bist am Halbmarathon viel besser, mach das einfach. Und er hat dann einfach beinhart mein Training ausgelegt, schon 2020 für 2024, für den Marathon und Olympische Spiele. Und ich hab das nicht so mitgekriegt, ja, was er da eigentlich so macht. Ich habe halt einfach trainiert und war halt dann trotzdem über die 5 auch noch schnell und über die 10 auch noch. Und jetzt bin ich ja dann in Malaga heuer die 1:11 gelaufen am Halbmarathon. Und da habe ich erst so gecheckt und habe mir die letzten Trainingsjahre so angeschaut, was er eigentlich gemacht hat. Ich habe immer nur schon Halbmarathon-Trainings gemacht, vielleicht hin und wieder so ein paar Zehner-Trainings. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's eigentlich nicht, der verarscht mich komplett. und dementsprechend sind ihm auch unter Anführungszeichen wurscht meine Zeiten, die ich über 5 und 10 renne, weil ja, seine Worte, ich zitiere, es ist ganz süß, aber es ist international nicht konkurrenzfähig. Und ja, ich meine, er hat recht, weil ich habe mich mit meinen 71 Minuten für die WM qualifiziert, die in China leider nicht stattfindet heuer, weil Corona anscheinend bei denen einen Strich durch die Rechnung macht, was extrem schade ist, weil das wäre so mein erstes richtiges Großereignis, wofür ich mich qualifiziert habe. Und ja, da sehe ich halt einfach auch,
was es heißt, wenn man 71 Minuten läuft und dass das eigentlich einen viel höheren Stellenwert hat, als wenn man 15:45 auf die 5 rennt. Genau. Und dementsprechend, weil du Marathon angesprochen hast, ja, ist mein Weg heuer schon im September in Berlin über die 42 Kilometer. Ja, dass du mit Berlin eher ein schnelles Pflaster ausgesucht. Aber ich muss sagen, ja. ich finde das geil, wenn der Trainer jahrelang dich auf den Halbmarathon hinpeitscht und du kriegst das quasi nicht mit. Das ist irgendwie, das nenne ich Vertrauen in den Trainer, weil man einfach das macht, was er sagt. Wurscht auch, auf welche Distanz das geht. Das ist eine Vertrauensstufe über allem, was ich bis jetzt gehört habe. Siehst du, Flo? Ja. Deswegen sage ich immer schon, Trainer sind Schweinepriester. Ich habe immer einen geheimen Plan. Das ist so eine Frechheit. Ja, also das ist blindes Vertrauen. Ich kenne ihn halt einfach schon ewig und ich weiß, was er in seinem Gebiet Physiotherapie ist er einfach absolut das Nonplusultra in Österreich. Aber eigentlich auch so weltweit ist einer der... brauche ich mich sagen, ja, einer der Besten einfach. Und das Coole ist halt, weil er nicht vom Trainerwesen kommt, sondern vom Gesundheitswesen, hat er eine andere Sichtweise auf das Ganze. Und das macht es ein bisschen anders, so das Training und das Sportlerleben. Es ist einerseits viel härter. Also was ich trainieren muss und was ich für Umfänge und Stunden mache, das ist richtig hart, weil es richtig viel ist. Und andererseits ist es halt auch extrem smart. Sprich, wir trainieren nicht auf Teufel komm raus, weil man das halt auch einfach nicht braucht über Halbmarathon und Marathon, sondern es ist halt viel Training in den richtigen Intensitäten, sagen wir so. Und ja, deswegen... weil das halt alles einfach aufgeht, keine Verletzungen da sind, die Leistungen immer nach oben gehen, ist halt das Vertrauen da. Sicher gibt es auch richtige, richtige Scheißphasen, da wo ich krank war und er dann auch wieder nur gesagt hat, nein, du trainierst nur locker und das über 2 Monate, wo ich mir eigentlich auch schon dachte, ich bring ihn um. Aber ich habe es halt dann einfach durchgezogen und bin dann halt Halbmarathon-Rekord gelaufen. Also es ist schon wirklich blindes Vertrauen eigentlich, ja. Aber ich glaube, dafür sollte auch ein Trainer da sein. Ein Trainer sollte nicht dafür da sein, dir einen Plan zu schreiben, sondern dir auch das zu sagen. Nicht, dass du hören willst, sondern was du hören musst. Jetzt einerseits in dem, dass du einfach locker laufen musst, weil es dein Körper einfach gerade nicht zuhält. Und jeder kennt das, jeder behauptet von sich, ihr hört auf den Körper. Du kannst einfach selbst nicht objektiv sein. Das ist meiner Meinung nach quasi unmöglich. Deswegen finde ich auch, es ist ganz wichtig, einen Trainer zu haben. Und andererseits auch, dass er dir sagt, dass es mit den 5 Kilometer süß ist. Ich glaube, das als Profi ist auch das, was du hören musst, weil für dich geht es nicht darum, dass deine persönliche Bestzeit läuft und die mag schnell sein und keiner von uns, also jeder träumt von uns von einer 15:45. Aber international ist es wahrscheinlich einfach so, dass das süß ist, auch wenn es vielleicht im ersten Moment komisch klingt. Aber ich glaube, wenn du wirklich kompetitiv sein willst, ist auch das, was du hören musst oder was du brauchst. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ja, er holt mich dann immer einfach auf den Boden der Tatsachen zurück, auch wenn es im Training, so wie es die letzten Monate ist, abartig gut laufen. Ich bin noch nie so gut und so schnell gelaufen und dann, weiß ich nicht, dann flippst irgendwie so ein bisschen, weil es einfach so richtig geil ist. Und er ist dann aber der dann einfach nur sagt, ja, andere laufen noch schneller und so. Also ja. Er versucht dich dann eigentlich wirklich nur wieder runter zu machen, was eh gut ist, was ich halt einfach eh auch brauche. Und dann im Endeffekt, wenn es halt nicht so läuft, ist er halt dann der sagt, ja, was willst du jetzt noch? Du hast jetzt in einem halben Jahr wieder mal 3 Bestzeiten und 2 Rekorde, bist gerannt, was willst du mehr? Du bist auch keine Maschine. Voll. Und ja, das ist schon cool. Und das ist aber auch was, wo sich kontinuierliches Training auch mit einem Trainer und mit demselben Trainer auszahlt, weil er dich dann einfach kennt und weiß, wann er dich wie anpacken muss, wann er quasi dir ein bisschen hart sagen muss, dass er dich wieder am Boden der Realität holt und wann er dich ein bisschen mit Samthandschuhen angreifen muss, weil es jetzt passender ist. Das finde ich, merkt man einfach, wenn man dann lang mit einem zusammenarbeitet.
Ja, voll. Das ist das Spannende, weil er mich halt schon so lange kennt. Ich glaube, mit 14 oder mit 13 oder so bin ich das erste Mal mit einer Knieverletzung zu ihm kommen. Und ja, sprich, der kennt mich eigentlich durch und durch. Und vor allem 2019, wo wir halt dann ein bisschen mehr dann Leichtathletik technisch gemacht haben. Und dann dieses spezielle Thema Frauen, Hormone, als eigentlich wichtiges Thema hatten, weil bei mir das Gewicht rapide runtergegangen ist und meine Periode nicht mehr gekommen ist. Und er hat sich dann da eingelesen. Und ja, seitdem, seit 2019, sind wir eigentlich extrem dahinter, meinen ja, hormonellen Status quasi zu tracken. Und richten das Training. Kurze Zwischenfrage, weil, ja, keine Ahnung, tracken im Sinne von händisch aufzeichnen oder tracken im Sinne von Datenfreak sein? Ja, also es läuft alles digital. Also ich schreibe so wie diese Tagebuch- oder Trainingsaufzeichnungen oder so, das gibt es bei mir in der Form nicht. Das ist alles online. Ich habe meine Garmin, die, und wenn ich auf Wahoo, auf Zwift fahre, da spielt alles automatisch auf Training Peaks hoch. Und ich habe da einen Pro-Account, wo er auch die Einsicht hat. Und da wird alles quasi aufgezeichnet. Das machen wir quasi und auch. Das alles, ja. Aber und Hormonstatus, also misst genau, man den? Genau, ich habe da eine eigene App. Genau. Okay. Und ja, da trage ich halt dann immer ein, täglich, also wie ein Online-Tagebuch. Was sind da für Sachen zum Ankreuzen? Wie ich mich fühle, bla bla bla. Das ist in den ersten zwei Wochen bei mir, vom Zyklus ganz normal, weil da fühle ich mich extrem stark, da bin ich extrem gut. Dann kommt es zum Eisprung, dann wird es bei mir interessant. Da bin ich dann rund um den Eisprung auch noch extrem leistungsfähig. Das ist völlig irre. Da habe ich eigentlich gefühlt meinen Leistungspeak eigentlich in diesem Zyklus. Und da schreibe ich halt immer alles auch auf Training Peaks, wann geht es mir gerade besonders gut, wann ist man besonders schlecht. Und aber dann machst du das über diese Metriken im Training Peaks? Genau, über Metriks, ja. Okay. Mhm. Und auch teilweise einfach nur in Notizen, so wenn es gerade extrem ist, dass man es einfach sieht. Und in der App halt auch. Und dann, wenn ich kurz bevor ich meine Tage bekomme, dann kann man da halt noch diese ganzen PMS-Symptome dann noch eingeben. Die sind eigentlich bei mir ziemlich ähnlich und da kann ich dann auch immer anklicken, Kopfweh, Wassereinlagerungen oder was halt gerade im Moment ist, um zu sehen, wann beginnt das, wann hört das auf und wann kommen dann meine Tage, um zu sehen, wie lang ist dieser Zeitraum immer, weil unser Training wird dann meist ein bisschen lockerer einfach in der letzten Woche, weil mein Körper eh schon so angespannt ist und Entzündungen hat und da wollen wir dann nicht nochmal was draufhauen. Okay. Fünf Fragen, glaube ich, habe ich jetzt mittlerweile mal kurz mitnotiert. Naja, wer nichts weiß, muss viel fragen. Das Erste, hast du für Hörerinnen von uns irgendwie einen App-Tipp? Weil ich kenne mich damit nicht aus. Den wir vielleicht in die Shownotes oder so schreiben kann. Für die Mädels habe ich Wild Eye. Das ist Wild und AI. Ich weiß nicht, warum das AI heißt, was das eigentlich heißen soll. Keine Ahnung. Artificial Intelligence wahrscheinlich. Ja, genau. Genau, das vergesse ich immer. Und das ist wirklich cool. Da kann man nämlich immer eintragen, wann bekommt man seine Tage, hat man stark, hat man es weniger stark, was sind die Symptome. Und das Spannende ist, man bekommt auch immer Tipps, wie man sich in den gewissen Zyklusphasen ernähren soll, ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber sie geben dir einen Hinweis, am Ende vom Zyklus vielleicht ein bisschen Magnesium und Zink, das lindert dann vielleicht PMS-Symptome und dass du vielleicht direkt nach der Einheit mehr Eiweiß zu dir nimmst und vermehrt Kohlenhydrate, die du eigentlich am Anfang in den ersten zwei Wochen vom Zyklus nicht brauchst. Also das ist so ein kleiner Ratgeber einfach und mich unterstützt es in dem Sinn, weil
ich denke eigentlich nicht jetzt oft dran, vor allem nicht in den ersten 2 Wochen, aber dann denke ich mir so, aha, okay, komisch, warum fühle ich mich jetzt so und warum schwitze ich jetzt mehr und warum ist mir jetzt mehr heiß, und dann schaue ich auf meine App und denke mir, ah, okay, ich bin am Ende vom Zyklus. Und es gibt dann einfach Vertrauen, dass du jetzt nicht einfach scheiße bist, sondern dass einfach die Hormone sich ja wieder verändert im Körper bewegen. Genau. Und sonst ja einfach Training Peaks, zweiter Tipp. Ohne Training Peaks geht gar nichts. Zweite Frage. Also Training Peaks, ja, verwenden wir auch, aber bei mir, ich tracke damit jeden Tag meine Fersen. Wie ist sie auf der Schmerzskala? Wie groß ist sie? Ist sie schön? Ist sie rasiert? Beides, ja. Also hübscheste Ferse ever. Die linke oder die rechte? Die linke. Das ist meine Lieblingsferse. Ist die rechte dann oft ein bisschen neidisch auf die linke? Ja, deswegen muss sie manchmal auch den Schweigesocken tragen. Na, aber du hast was gesagt. Wir haben ja doch sehr viele männliche Hörer auch. Und alle weiblichen Hörer wissen, was PMS ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass 80% der männlichen Hörer sich denken, was? Kann man es essen? Was heißt das in Langschreibe? Wofür? Wogegen ist es? Es sind einfach vereinfacht ausgedrückt die Symptome, die du hast, bevor deine Tage kommen. Sprich, das sind genau die Tage, wo die Männer immer meinen, wir sind irgendwie zickig oder so. Aber das sind wir eben, vielleicht sind wir das, Stimmungsschwankungen und so weiter können vorkommen. Aber das ist einfach nur, und ich bin der lebende Beweis, ich habe das schwarz auf weiß, weil ich, Monk, wie ich bin, zeichne das ja alles auf. Also ich weiß, dass meine Temperatur, meine Körpertemperatur, ich habe so einen Core-Sensor, und die steigt einfach bis zu 2 Grad. Ja? Und das ist einfach nicht lustig, wenn deine Körpertemperatur einfach bis zu 2 Grad steigt. Da fühlst du dich einfach scheiße. Und wir sind jetzt im Juli, also nah. Das ist dann noch schlimmer. Ich habe dann, normal habe ich so eine Core-Temperatur beim Training ja von 37 irgendwas. Und wenn es intensiv wird, wenn es richtig intensiv wird, komme ich vielleicht auf 38, 9 oder so. Und jetzt habe ich gemessen einen lockeren Lauf. Jetzt, ich bin momentan gerade in der Höhe, das vorgestern, ich glaube, 20 Grad gehabt draußen, bin ich einfach mit 39,1 immer dumm gewappelt. Und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Ich fühle mich einfach so scheiße. Und sicher haben wir Frauen dann irgendwie Stimmungsschwankungen oder wir reagieren irgendwie angepisst, weil es geht uns einfach scheiße. Manche haben dann noch Kopfweh, dann haben wir überall Wasser, sind um 2 Kilo schwerer. Der Ruhepuls ist bei mir um fast 10 Schläge höher. Das macht sich natürlich dann im Training auch bemerkbar. Das ist einfach alles für den Arsch. Und ja, das ist das vereinfacht ausgedrückt. Ja, aber dafür sind wir einfach ein Leben lang hässlich. Ich meine, jeder muss sein Backerl tragen, was soll ich euch sagen? Aber ich finde generell, dass das Thema Hormone, glaube ich, sehr unterbehandelt ist. Bei Frauen definitiv noch weit, weitaus mehr. Weil was Frauen da durchmachen müssen, wenn es dann auch um Schwangerschaft geht und was, wie da die Hormone verrückt spielen. Aber ich glaube auch, dass bei Männern oder auch dann Pubertät und sowas, ich glaube, die Hormone reiten dich so oft vor dir her und tun mit dir und du kannst einfach nicht. Und es ist einfach, glaube ich, ein irres Thema, was noch viel zu wenig irgendwie beachtet wird. Ja, ich hätte noch eine Frage. Um das Thema Hormone vielleicht so abzuschließen dann. Man muss es vielleicht nicht zu überbehandeln oder so. Aber es ist halt einfach ein Thema, vor allem bei Frauen im Leistungssport, das einfach angesprochen werden muss. Vor allem dann, finde ich, wenn mal ein Wettkampf nicht so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte. Man weiß ganz genau, man kann es viel besser. Und der Einzige, der es sonst vielleicht noch weiß, ist der Trainer. Und dann rennt man schlecht. Und ich und mein Trainer, wir wissen, woran es liegt. Und es sind in dem Fall vielleicht die Hormone gewesen. Und dann, finde ich, traut man sich so nach außen nicht sagen, dass es eigentlich das ist. Ich bin jetzt gerade kurz vor meinen Tagen oder ich habe gerade meine Tage und kann gerade deswegen nicht. Und das ist, finde ich, so was, was man eventuell, ja, sicher auf jeden Fall sich sagen trauen muss, kann, ja, darf. Auf jeden Fall. Punkt. Zyklus bei Wettkampfsportlerinnen sollte quasi ähnlich normal werden, wie dass irgendein Fußballer sagt, dass er schwul ist. Aber
gut. Das ist ja auch noch ein bisschen schwierig. Nur, du hast mir eine wunderbare Rutsche gedeckt zu der nächsten Frage, die ich ohnehin gehabt habe. Das ist nämlich Hormone und Wettkämpfe. Das heißt, wenn man sie jetzt da gerade als Marathon- oder Halbmarathonläufer oder Läuferin bereitet, die auf, weiß ich nicht, Saisonhöhepunkte sind 2 oder 3 im Jahr. Maximal. Und wenn du jetzt da im Frühjahr und im Herbst einen ganz schnellen Marathon laufen willst, weil der Berlin-Marathon, der wartet nicht drauf, wann du jetzt da hormonell super drauf bist, weil der ist genau an dem Wochenende und wenn du halt fit bist, bist fit und sonst hast du halt einfach ein Pech. Und dann kannst du nächstes Jahr wieder kommen. Ist man da angefressen oder kann man das irgendwie sagen, oh, ich kann jetzt da meine, für einmal meine das verschieben oder ich habe ja keine Ahnung. Ich stammel einfach Worte vor mich hin. Ja, ich habe vor ein paar Wochen einen Wettkampf in Oslo gehabt, einen 5000er auf der Bahn, wo ich, wie schon angesprochen, wahrscheinlich meinen momentanen Peak hatte. Meine Trainingsleistungen und mein Gefühl, also das war so gut wie noch nie. Mein Abschlusstraining war so gut wie noch nie und es war halt dann so ausgelegt, dass ich laufe 15:40, 15:35, 15:30 hätte ich mir sogar zutraut. Und ich war aber am Ende vom Zyklus. Und ich habe gewusst, am Anfang der Woche, da wo das Training noch war, geil, es geht sich aus. Ich fliege nach London, 2 Tage später, denke ich mir schon so, scheiße, es geht sich nicht mehr aus. Ich fühle mich einfach schon, also der Puls steigt, der Ruhepuls steigt, der Körpertemperatur steigt und ich habe mir schon gedacht, fuck, es geht sich nicht aus. Haben wir dann versucht einzureden, egal, versucht positiv zu denken, es kann ja trotzdem funktionieren. Habe versucht, alles richtig zu machen, vermehrt Kohlenhydrate gegessen, kleine Portionen und so weiter, ein bisschen Eiweiß, um einfach ja die Hormone da irgendwie zu unterstützen, dass sie das tun sollen, was sie tun sollen in dem Moment. Und es hat absolut nicht funktioniert. Es war das schlimmste Rennen. Ich habe von Anfang an gekämpft. Es war richtig schlecht. Die Zeit war dann solide, aber halt lang nicht das, was ich wollte. Und ich war einfach nur extrem angefressen, weil ich gewusst habe, was ich kann und ich habe es nicht können. Und sicher wäre es natürlich eine Möglichkeit, wenn du schon vorher weißt, es könnte knapp werden, was machst? Weil, also ich nehme die Pille nicht. Und es wäre halt dann die einzige Möglichkeit, dass du sagst, ja, du nimmst ein Medikament, wo sich dann dein Zyklus verschiebt. Nur die Frage stellt sich, funktioniert es wirklich? Verschiebst du dann die PMS-Symptome auch? Oder sind die dann trotzdem da? Bringst du dann deinen Körper extrem durcheinander? Und das Risiko wollte ich einfach nicht eingehen, weil mein Körper ist eigentlich... Wie vertraust du das eigentlich mit Leistungssport, wenn ich da kurz unterbrechen darf? Also die Pille greift ja einfach massiv in den hormonellen Ablauf ein, den du so hast. Erstens ist es jetzt da von der WADA, ist glaube ich die weltweite Variante. Ja, also ist schon genehmigt, ja. Ja, da gibt es ja auch irgendwie 150.000 Präparate. Aber genau. Okay, die sind erlaubt offenbar. Ja. Also offensichtlich, aber hau dann das nicht sowieso den Hormon, also das Training und alles sicher ganz zusammen? Also naja, ich kenne viele Athletinnen, die halt die Pille nehmen und einfach ihren Körper aber dann halt nicht spüren, so wie es ist, wenn du die Pille nimmst, so wie ich es auch lange nicht gespürt habe, weil meine Frauenärztin eingeredet hat, du brauchst die Pille. Ich habe die mit 15 oder so begonnen zu nehmen, bis ich 24 war und ich habe mich nicht gespürt, einfach. Es war ein ständiges, gleiches System. Und dann habe ich sie aber abgesetzt und habe dann begonnen zu spüren, wie das eigentlich so ist. Es ist halt jede Woche eigentlich fast anders. Und das war aber eigentlich förderlich für den Leistungssport, weil im Leistungssport musst du deinen Körper spüren. Mhm. Und da habe ich dann begonnen zu spüren, vor allem jetzt eigentlich so die letzten Jahre, die letzten 2 Jahre, weil am Anfang, ja, da denkst du immer so, ja, trainieren, trainieren, trainieren und du bist nicht müde und dir tut nichts weh und hin und her. Aber du merkst dann halt so, okay. Du kannst nicht ewig 17 sein. Du merkst dann, wann brauchst Pause, du lernst dann auf deinen Körper hören. Und ich denke, wenn man die Pille nimmt, dann
spürt man sich halt nicht und man tut einfach nicht das Natürliche, was man tun würde, wenn man es eben nicht nimmt. Und deswegen bin ich ein Befürworter von, alles ist gut, was natürlich ist. Und natürlich ist es nicht, wenn man 200 Kilometer in der Woche rennt. Und natürlich ist es nicht, wenn man einen Monat lang durchrennt, weil es ist, der 7. Tag ist der Tag des Herrn. So ungefähr schaut das auch in unserem Trainingsplan aus. Und dementsprechend funktioniert es eigentlich für mich gut, wenn ich die Pille nicht nehme und meinen Körper spüre. Und deswegen habe ich auch extrem Bedenken, wenn ich jetzt irgendwie ein Medikament nehme, dass sich mein Zyklus verschiebt, weil ich weiß nicht, was passiert dann wirklich. Und bringe ich die dann so durcheinander, dass mein System dann nicht mehr so normal reagiert, wie es jetzt ist, dass ich wirklich einen regelmäßigen Zyklus habe, weil so fahre ich eigentlich recht gut. Da weiß ich immer, weil ich bin an der Grenze mit allem. Ich bin an der Grenze mit dem Training und ich bin an der Grenze mit der Ernährung. Und so, wenn ich weiß, ich bekomme meine Tage, dann weiß ich, ich esse genügend und ich trainiere auch gut. Wenn ich es jetzt dann einmal nicht bekomme, dann weiß ich, irgendwas stimmt vielleicht nicht. Zu viel Training, zu viel Stress, zu wenig Gewicht, irgendwas ist dann immer so, was man halt besser analysieren kann, als wenn man die Pille nimmt. Aber ich denke auch, wenn man dann so weit ist, dass man sich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, ja, na gut, dann, wenn ich sage, es ist der Tag X und es ist die WM oder es ist Olympia, na gut, da scheiße ich drauf. Ja, da ist es dann. Das wäre meine Frage gewesen, wenn es jetzt wirklich das große Ereignis ist. Ich meine, kann man das dann einfach so? Also geht das überhaupt? Dass man sagt, jetzt nehme ich das 3 Tage lang geht das? Ja, nein, es gibt ja so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, meine Mama macht das öfters, die nimmt dann so irgendwie so eine Pille, damit sich das verschiebt, dass sie im Urlaub nicht ihre Tage bekommt, sondern halt später. Ich befasse mich auch selten damit, mit sowas, aber ich weiß, sowas gibt's. Und sowas kann man halt dann einfach nehmen. Da nimmt man dann nicht die Pille, sondern irgendwie eine Pille, damit sich die Tage verschieben oder so. Gibt es das auch für einen Kater? Das wäre halt. Für wen? Für einen Kater. Also, wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach 4 Tage auf ein Festival fahren, aber den Kater möchte ich bitte verschieben auf 2 Wochen. Ich dachte, du redest jetzt von deiner Katze. Nein. Ich meine, so die After-Bier-Pille, dass du einfach sagst, okay, den Kater hätte ich gern bitte erstanden. Ich glaube, viele haben schon daran gearbeitet, aber wenn das funktionieren wird, glaube ich, du hättest davon gehört. Ich glaube, viele wünschen sich das. Zu dem hast du gesagt, ich find's einfach irre, dass man 14, 15, 16-jährigen Mädels da einfach eine Pille gibt oder ein Medikament gibt und sie auffordert, das über 20 Jahre lang oder länger regelmäßig zu essen. Das ist einfach irre. Ich finde, das gehört sich nicht und das sollte eigentlich nicht sein. Aber was mich noch interessiert ist, weil du auch gesagt hast, du bist so ein Datengeek und du zeichnest jetzt eben auf und du hast ja schon ein großes Pool an Informationen, das du zur Verfügung hast. Wenn du jetzt eine Saisonplanung machst und du sagst, du kannst natürlich jetzt nicht grundsätzlich steuern, wann das ist, aber ist das was, wo du sagst, okay, fließt das bei dir in die Planung mit ein? Du sagst, wenn ich den Event mache, das könnte sich ausgehen, das geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf, dass ich da in einem hormonellen Zustand bin, dass ich optimal perform? Oder ist das nicht für dich interessant? Nein, berücksichtigen wir eigentlich nicht und auch im Training jetzt einfach nicht. Dann ist es einfach so, wenn es dann halt so fällt und dann hast du halt Pech gehabt. Okay. Mhm. Sicher, wenn die WM jetzt stattgefunden hätte im November, die Halbmarathon-Weltmeisterschaft, dann hätte ich mal Gedanken gemacht, dann hätte ich vorgerechnet, um zu sehen, wo bin ich dann im Zyklus, wenn er jetzt wirklich regelmäßig bis dahin kommt. Und wenn es passen sollte, dann passt. Und wenn es eben nicht passen sollte, ja, okay, nehme ich dann vielleicht irgendwas, das meine Tage verschiebt, damit sich das dann ausgeht. Ja, das nimmt man dann vielleicht, aber wirklich nur bei Großereignissen her. Weil wenn es jetzt um die goldene Ananas geht, ja, sicher will ich in Berlin schnell laufen, aber interessiert mich dann auch nicht, dass ich irgendwie meine Gesundheit unter Anführungszeichen aufs Spiel setze, um irgendwie eine Leistung zu bringen. Nein, das nicht. Mir ist schon klar, dass das jetzt für dich ein 0-15 Rennen wurscht ist, aber WM kannst du einfach nicht verschieben. Also dass das da nicht, das wäre mir schon klar gewesen. Aber denn, also für einen Rupertstaller Weintraumlauf muss man das ist aber auch ein Weltevent. Also ich meine, wenn du dort nicht gelaufen bist und also ich meine,
Also, da was, würd, was hast du in der Karriere dann vorzuweisen? Da würde ich aber, da würde die Julia Gott herausfordern. Sie sollte nur den Streckenrekord dort knacken, dann ist alles gut. Nehme ich alles zurück. Also, der Lehmer-Work hat gut vorgelegt. War das der Halbmarathon? Nein, nein, 10 Kilometer Lauf, zweimal durch die Ortschaft dort. Und ich habe mir gedacht, naja, schau mal, wer dort läuft. Und plötzlich sehe ich Streckenrekord Lehmer-Work gegeben. Und dann ach, geschlecht. Der die 10 Kilometer in irgendeiner völlig absurden Zeit gelaufen ist. Und wahrscheinlich, ich glaube, der war schon duscht, wie der Rest ins Ziel gekommen ist. Und wahrscheinlich ist es noch aus dem Training rausgelaufen. Ja. Ich finde, wenn bei so kleinen Bewerben Läufer eingeladen werden oder halt einfach nur starten, die dann den Heimischen irgendwie den Sieg wegnehmen. Ich finde, ich habe mir jetzt auch überlegt, ich meine, diesmal hat es eh nicht reingepasst, aber in Tattendorf laufe ich eigentlich recht gern. Und dann denke ich mir aber eigentlich auch so, das ist der volle Lauf, wo der Peter einfach die ganze Umgebung einlädt oder halt einlädt, er schafft es, dass die ganze Umgebung dort läuft. Mhm. Und dann kommen da unter Anführungszeichen die Stars und nehmen denen die Bühne. Ich finde das so schade. Nein, überhaupt nicht. Also beim Tierschutzlauf war es ja so, vorletztes Jahr weiß ich nicht, oder war es 2019 schon, ist der Andi Walter mitgelaufen und der Mistelbauer. Und der eine hat den anderen, also der Andi hat den Mistelbauer zu seiner Bestzeit gepaced quasi und haben nachher einfach gesagt, sie sind außer Konkurrenz mitgelaufen, weil dass sie gewinnen mit einem Abstand, der eine halbe pro der Hauptallee ist, war schon klar. Aber die haben einfach gesagt, die ersten Plätze, also sie haben sich quasi selbst disqualifiziert, weil sie gesagt haben, das ist unwitzig. Und das finde ich aber schon geil, weil ich glaube, viele Leute finden das cool, wenn sie einmal sehen, im selben Rennen, wenn jemand mitläuft, der das professionell macht. Also das, ich glaube, das ist für viele Leute wirklich ein Ansporn. Ja, ja. Und das ist ja, ich finde, du siehst das dann im Fernsehen und du liest dann irgendwie die Zeiten, aber du kannst dir das nicht vorstellen, was das heißt, da irgendwie knapp unter 30, im Fall von Walter an jetzt unter 30 Minuten da 10 Kilometer zu laufen. Wenn du dort bist und das siehst, ich finde, das hat schon was. Und du kannst ihm dann auch nicht verübeln, dass er halt auch irgendwann einmal mitlaufen muss. Also nur weil er jetzt, oder weil du auch so schnell bist, finde ich, ist das jetzt kein Grund dafür, dass du nicht sagst, wenn es da mitlaufen müsst, ja, dann ist halt so. Außerdem für den und Lauf ist es ja cool. Einfach mehr anstrengen. Ja. Und für den Lauf ist es ja echt geil, wenn du da sagst, hey, bei uns im, weiß ich nicht, Sattendorf oder in Neustift oder im Rupertstal oder was auch immer, ist die Julia Meyer mitgelaufen. Ist ja cool, warum ja, nicht? Ja, ah. Ist ja cool. Ja. Aber eine Frage zu dem ganzen Hormonthema habe ich noch. Also zwei Fragen. Okay, die erste ist, wenn ich jetzt das verschieben wollen würde oder die Pille nehme, ist es dasselbe Prinzip, was passiert, wenn man sich quasi die Regel wegtrainiert? Also wenn du so ins Untergewicht gehst, also wenn ich jetzt da, das ist jetzt da nur ein Name, aber man hat es halt oft gehört, wenn man sich jetzt ein Klosterhalfen zum Beispiel anschaut, die gegenüber der ich Adipositas 2 habe, die, weiß ich nicht, am BMI von 14 hat oder so, ist das dasselbe? Also sind die nachher auf einem Level oder und ist der Hormonhaushalt dann quasi immer dasselbe oder ist es dann wieder was anderes? Es ist natürlich, ich bin da jetzt auch nur ein Laie, der spricht, aber ich habe mich bei einer Ärztin, da habe ich mehrere Bücher von ihr, die eben über das Thema auch schreibt und die sagt, wenn man die Pille nimmt und dann seine Tage bekommt, ist das nicht dasselbe, wie wenn man keine Pille hat und die Tage bekommt. Weil eben die Tage bekommt man mit Pille nur, weil man sich Hormone zuführt, damit man sie bekommt. Sprich, es ist eigentlich das Gleiche, wie du sagst, man isst sich's ab und bekommt's nimmer. Es ist einfach ein toter Status. Man bekommt die Tage nur, weil man die Pille nimmt. Und ja, das ist einfach definitiv nicht natürlich.
Ja, und vor allem ist es ja super ungesund. Also wenn du da das ja. quasi weg, wenn du es da weghungerst, so blöd klingt, dann ist es ja dann gefährliches Halbwissen incoming. Hast du ja Östrogen wenig und dadurch ist noch eine Osteoporose quasi vor. Also du ruinierst den Körper über kurz oder lang. Also so. Ja. Okay. Ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die. Es ist immer schwierig, das von außen zu sehen, ob die Klosterhalfen jetzt magersüchtig ist, ob sie jetzt ihre Tage bekommt oder nicht, weil jeder ist halt von der Körperstatur anders. Ich sehe es bei mir, ich bin eigentlich jetzt nicht unbedingt die Läuferin aus dem Bilderbuch, weil ich schaue eigentlich eher aus wie eine Fußballerin von meinem Körper, von der Muskulatur her und so. Aber es gibt halt daneben genau das Gegenteil, die McColgan oder die Klosterhalfen, die von Natur aus schon einfach skinny sind, groß und dünn. Und ich meine, sicher kann man dann sagen, ja, die hungert sich zu Tode, aber man weiß halt nicht so genau. Es ist halt immer schwierig zu urteilen. So. Ja. Naja, dass jeder sein Optimalgewicht hat, ist schon klar. Das ja. Also soweit klar, der Andi hat auch gesagt, er hat irgendwann einmal versucht, durch Training quasi in ein optimaleres Gewicht zu kommen, hat dann gemerkt, oh, wenn ich unter dieses Gewicht komme, dann geht auch die Leistung zurück, weil dann habe ich einfach keine Energie mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob seine Tage ausblieben sind, aber das müssen wir am nächsten Mal fragen. Ja, vielleicht ist das nur, weil er zu viel Schokolade isst. Man kann nicht zu viel Schokolade essen. Aber siehst du, aus Liebe zu meinen Knochen versuche ich auch nicht zu dünn zu werden. Der Bauch ist nur da, weil ich meine Knochen liebe. Oh ja, oh ja. Du schützt sie mit all dem rundherum. Mit all dem Fett rundherum. Ich liebe die Knochen. Die zweite Frage zu den Hormonen war, ne, es gibt ja für Männer, weiß ich nicht, ob es das auch gibt, aber für Frauen gibt es das ja definitiv, es gibt irgendwie eine Testosteron-Obergrenze. Und wenn du da drüber bist, dann musst du oder solltest du Hormone nehmen, damit du bei der Frauenwertung mitlaufen darfst? Also, das ist ja auch irgendwie absurd, oder? Ja, es ist halt deppert, oder? So wie die Caster Semenya, die genau. einfach zu viel von dem oder zu wenig von dem hat, die wird halt dann ausgeschlossen. Ich meine, sie kann halt nichts dafür. Eben. Es ist halt so. Und was machst halt dann? Als wenn du das Sagen hast, lässt das mitlaufen als halben Mann bei den Frauen? Nein, ja, ich bin ja dafür, dass man keine Gendergrenzen macht beim Laufen überhaupt, sondern dass man es zum Beispiel am Testosteronlevel festmacht. Männer mit einem Testosteronlevel, das ganz nieder ist, laufen hiermit. Also dass du einfach einen anderen Maßstab nimmst, weil beim Trailrunning zum Beispiel, ich meine, es gibt da Männer- und Frauenwertung, aber im Prinzip Gesamtsieg ist Gesamtsieg, fertig aus Ende. Ja. Und welches Geschlecht das derjenige hat, ist ja völlig egal an der Stelle. Ich bin auch jemand, der sagt, lasst Menschen mit und ohne Drogen laufen. Also es gibt diese komplett cleanen Sport und dann gibt es sowas wie eine, wie nennt man das so, eine Top-Fuel-Klasse beim Dragster-Rennen. Pfeift euch ein, was wollt's? Wurscht. Müsst ihr ja wissen, seid ihr erwachsen. Wenn es krepiert, ist eure Schuld. Ja. Aber ich finde, das ganze Thema Transgender ist ja dann nochmal viel komplizierter, weil und dann hast natürlich, also ich verstehe schon manchmal, dass das als Verband nicht einfach ist, eine Regel aufzusetzen, weil dann hast du wiederum Frauen, die einfach über diese Grenze fallen, aber du hast dann wiederum Frauen, die mal Männer waren, die dann wieder einen hohen Testosteron spielen. Also ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwierig, da den richtigen Weg zu finden. Und ich finde auch, dass da nicht die eine falsche oder richtige Meinung. Es ist halt es ist wahnsinnig schwierig, Ich glaube einfach, dass das Geschlecht einfach die falsche If-Abfrage ist. Also ist die falsche Abzweigung. Ich glaube, du musst da andere Dings finden. Weil bei vielen anderen Sportarten ist es völlig irrelevant. Du hast du einfach irgendeine andere Skala, so irgendeine realistische Messskala. Ja. Ja, es ist halt die körperliche Leistungsfähigkeit in unserem Fall beim Laufen. Und die ist halt dann definitiv bei Männern und eher auch beim Fußballspielen, ist es halt bei den Männern, dass die den Frauen halt in dem Fall überlegen sind. Und da muss man halt
das natürlich abgrenzen. Und ich meine, wie du richtig sagst, im Endeffekt muss man es nicht bei Mann und Frau machen, sondern eigentlich bei irgendeinem biologischen Wert muss man herausfinden, sei es jetzt Testosteron, und da muss man dann die Grenze setzen. Ja. Weil sonst ist es halt einfach nicht, ist es kein fairer Wettkampf. Genau. Ja, dass du irgendeine Leistungsklasseneinteilung, was weiß ich, wie beim Gewichtheben, dass du sagst, oh, wir machen es nach Gewicht oder bei den Boxer. Nein, natürlich ist es kein Spaß für einen 75 Kilo Menschen, wenn er einem 130 Kilo Bär gegenübersteht und ihm eine reinzimmert. Ich meine, er hat wahrscheinlich vorher 17 Schläge gelandet, aber es hilft ihm halt nichts, weil spätestens wenn er den ersten kassiert, ist er auf der anderen Seite vom Ring. Aber dort ist es halt, ich meine, ja, da gibt es auch Mann- und Frau-Unterscheidung, aber dort ist halt einfach die Gewichtsklasse, und ob du jetzt ein Gewicht nimmst oder ein Hormon oder irgendwas, ich glaube, das wäre einfach eine fairere Unterteilung. Ja, ich finde das wirklich gar kein schlechter Ansatz. Ich glaube aber, da stößt halt gegen die ganz alten, eingerosteten Strukturen, und das war halt schon immer so, und das... Vielleicht wer bist du jetzt, der das da ändern will? Vielleicht sollte man dem Leichtathletikverband ein Fax schicken. Die sind da jetzt nicht so ganz vorne dabei. Vielleicht sind wir da mit einer Brieftaube, sind die Erfolgschancen größer. Oder wir schicken so wie früher so einen Marathonläufer, der darf am Schluss auch sterben. Der muss nur die Nachricht überbringen. Ich habe jetzt von meinem geistigen Auge, wie du dich irgendwie das Inserat schreibst, dass mein Marathonläufer sucht und der auch am Ende sterben darf. Also ich glaube, da melden sich wahnsinnig viele Leute. Ein Einfachtransport quasi. Richtig. Sterben erlaubt. Es ist zwar kein Hormon, aber trotzdem auch Körper. Da habe ich auch noch eine Frage. Du bist eine derjenigen, die mit so einem Glukosesensor umeinander dackelt. Nutzt Daten, du das? Daten. Richtig. Nutzt du das aktiv? Nutzt dir das etwas? Hast du eine spezielle Ernährung oder nicht? Weil wir haben das, der Flo und ich haben es ausprobiert für 2 Monate, glaube ich. Ja. Und wir hatten dann Zahlen und Kurven und keine Ahnung. Wir waren vor allem verwirrt. Ja, wir waren sehr verwirrt. Ja. Das ist, denke ich, einfach so, wie es mit allem ist, oder? Weil wenn man jetzt einen Pulsgurt hat, dann hat man auch Daten, und was fängt man jetzt damit an? Sprich, du musst jemanden haben, der sich auskennt, der das analysiert, interpretiert und dann für dich umsetzt. Und in meinem Fall habe ich mit meinem Trainer damit begonnen und habe jetzt Daten von 2 Jahren. Mehr als 2 Jahren mittlerweile, ganz schön lang, und trage den eigentlich durchgehend. Und ja, am Anfang habe ich mir auch gedacht, aha, okay. Und dann haben wir das halt immer gemeinsam analysiert, und mittlerweile bin ich da schon so, dass ich selbst das alles analysieren kann. Wichtig war für uns einfach auch teilweise, wie ist die Regeneration, wie ist das in der Nacht, hat sich das Training irgendwie ausgewirkt. Extrem spannend bei uns Frauen halt im Zyklus, sprich, du bist extrem anfällig gegen Ende des Zyklus, dass sich der Glukosespiegel halt in die Höhe schießt oder nach unten geht, und du brauchst halt auch einfach viel mehr Zucker am Ende vom Zyklus, da geht einfach viel mehr durch. Wir haben es eigentlich begonnen damit, wenn ich nicht bei meinem Trainer bin, weil da ist ja eigentlich alles Laktat und Glukose kontrolliert im Blut. Bei mir gibt es eigentlich fast keine Einheit, die nicht Laktat kontrolliert ist. Und wenn ich aber dann nicht Laktat im Blut und Glukose im Blut gemessen bekomme, sondern ich alleine irgendwo draußen trainiere oder eben wo auch immer, dass ich sehe, brauche ich Gels oder nicht. Weil meine Einheiten, auch die Intervalleinheiten, die gehen, ist Belastungsdauer Minimum 50 Minuten bis eine Stunde, und da brauche ich einfach Zucker währenddessen. Und wir wollten uns dann nicht nur auf mein Gefühl verlassen, sondern eben auf den Glukosesensor, der mir anzeigt, brauche ich jetzt was und brauche ich nichts, und vor allem, auf welche Gels reagiere ich gut und auf welche reagiere ich nicht gut. Und das ist halt der Trainingsaspekt, der von Anfang an eben wichtig war. Und dann ist es natürlich so, dass an sich auch die Ernährung und das Gewichtsmanagement eine große Rolle spielt natürlich im Laufen. Es ist halt nicht, je weniger Gewicht, desto schneller bist, weil irgendwann hast du mal keine Energie mehr, sondern es ist halt einfach dein individuelles Gewichtsmanagement, das du halt hast. Und da habe ich eine Ernährungsexpertin, die mich halt dabei unterstützt und mir quasi ja gewisse Rezepte oder so gibt oder mir halt sagt, das ist vor dem Training, nach dem Training, das hilft da und da, und deswegen verwende ich den.
Okay, wenn zeichnest du auch alles auf, was du isst? Also, dass du merkst, weiß ich nicht, ich is um 10 in der Früh das und das, ich is um 1 und am Nachmittag das und deswegen und dann, damit ich danach diese Glukosekurve auch sinnvoll interpretieren kann, weil was ich vor 3 Tagen gegessen habe, ich bin froh, wenn ich weiß, was ich heute am Nachmittag gegessen habe. Oder ist das einfach so ein allgemeiner Trend, den du da verfolgst? Ja, es ist dann doch eher genauer. Weil mein Trainer ist dann so, dass der schaut sich dann natürlich alles an. Der hat alle meine Zugänge, Garmin, Training Peaks, Dashboard von Glukosesensor. Und der schaut dann zurück zum vor dem Rekord und sieht, wie der Verlauf dann da war und sieht, da bin ich dann gut gelaufen, der Verlauf war so. Und jetzt ist mein Verlauf so, jetzt ist der Lauf in Norwegen nicht gut gewesen. Dann hat er gesagt, was hast du da jetzt anders gemacht? Und dann will er es genau wissen. Und wenn du ihm nicht sagst, was anders war, dann sagt er, aha, so genau nimmst du das also alles, Julia, bravo. Also wahrscheinlich solltest du irgendwie was anderes suchen, weil das macht keinen Sinn. Und deswegen, ja, also ich weiß alles. Okay. Und sonst macht es natürlich auch keinen Sinn, wenn du das nicht weißt. Okay. Weil dann also ist es halt einfach nur raten und nicht wissen. Ja. Nein, das war was ich jetzt da, ich glaube, ich habe 2 Tage lang mit aufzeichnet, was ich gegessen habe und dann haben wir gedacht, boah, bist du deppert, das ist mir viel zu mühsam. Ja, das ist wirklich nicht. Vor allem, ich habe es meistens vergessen. Dann esse ich irgendwas und dann stelle ich, verdammt, das habe ich das vergessen. Wann habe ich das jetzt genau gegessen? Ja. Und so oft wie immer was in den Mund stopf den ganzen Tag. Ich meine, da trage ich ja nur mehr Sachen ein. Und das ist halt der Unterschied, wenn man Profi ist und wirklich nur das machen kann. Es ist dann oft so, dass meine Mama sagt, jetzt bist du schon wieder am Handy. Und ich so, Mama, glaubst du, was mache ich? Ich bin entweder auf Training Peaks oder auf Super Sapiens und trage meine Glukosesachen ein. Oder ich antworte meinem Trainer, dass ich eh gut geschlafen habe oder so. Also das ist halt wirklich Arbeit. Das sehen viele Menschen nicht, vor allem die Mama nicht. Die ist dann auch so eine, die sagt, ja, komm am Samstag um 14 Uhr zum Grillen. Sag ich, Mama, da schlafe ich. Ich habe davor Training gehabt und ich habe danach wieder Training. Ach, du hast auch nie Zeit. So ungefähr ist das. Mama versteht teilweise nicht, dass das halt wirklich ein Job ist. Ja. Und dementsprechend ist es natürlich schwer für Leute, die eigentlich einen anderen Job haben, dass sie dann jetzt auch noch ihren zusätzlichen Job mit Eintragungen und Training und Essen und so weiter machen. Das ist natürlich dann schwer, ja. Das würde meiner Mama auch sagen. Dass du Profitrainer bist, also Profisportler bist. Also ich habe gesagt, ich habe dann und dann das Training, es tut mir leid, es geht nicht. So. Deine Mama sagt, wenn ich es mir wurscht, mach's trotzdem. Ja, meine Mama sagt, du findest immer Ausreden. Und wahrscheinlich hat sie recht. Natürlich hat sie recht. Die Mamas haben immer recht. Richtig. Ja, leider. Die kennen dich einfach viel zu gut. Und irgendwie, bei Müttern ist das genauso, mit den Fragen, die auch so gut geschlafen hast, da ist nicht viel Unterschied zum Trainer. Zumindest wenn du jung bist. Es ist nämlich so, wirklich, ja. Und es sind auch jetzt die gleichen Fragen von der Mama. Früher, wie war es in der Schule? Jetzt, wie war es Training? Und es ist dann wie früher, du sagst einfach nur, ja gut oder super und sagst aber nicht weiter, weil in der Schule hat dich eh nicht interessiert, dass du einfach nur ja gut gesagt und jetzt, was will ich der Mama erzählen? Sie versteht es eh nicht. Also sage ich, ja gut, was passt schon. Und mit wem warst du unterwegs? Mit Leuten. Mit welchen Leuten? Na, mit so Leuten. Mit wem warst du trainiert? Mit Leuten. Mit welchen Leuten? Na, mit so Leuten. Ja. Kennst eh nicht. Ach, der kleine Blonde oder so. Ja. Der kleine Liebe. Das eine ist, kennst eh nicht. Das ist die Antwort, die sie nicht hören wollen. Und andersrum ist es, na du, da ist jetzt letztes Mal der auch gelaufen. Den kennst eh. Na, den kenne ich nicht. Doch. Weißt eh noch, in der 2. Klasse Volksschule ist der auch immer gelaufen. Mama, ich kenne den nicht. Das ist mir auch völlig wurscht. Ja, weil's nicht aufpasst. Weil du mir nie zuhörst. Was? So. Ja. Ich glaube, da können wir eine eigene Folge machen. Über Eltern. Oh ja. Hast du jetzt noch was auf deiner wunderbaren Frageliste? Auf meiner wunderbaren Frageliste? Ich habe 1000 Fragen auf meiner wunderbaren Frageliste und zwar immer. Die Glukose-Geschichte, das hat mich nämlich auch interessiert, wie man es trackt. Aber du hast vorher, genau, da war eine Frage, und zwar, du hast gesagt, du hast während dem Training
musst du was zu dir nehmen und trackst das mit. Aber das ist immer eine quasi Post-Training-Analyse, weil diese Dinge brauchen ja, weiß nicht, N Minuten, bis du den Wert kriegst, den du eigentlich hättest. Das ist ja nicht Real-Time. Und zu dem Zeitpunkt, wo du in der App oder wo auch immer gesagt kriegst, dass dein Glukosewert gefallen ist, ja, wenn du dann reagierst, ist es aber eh schon spät. Spät, ja. Es sind halt einfach es ist halt einfach ein Lernprozess und du siehst halt einfach einen Trendverlauf von der Kurve und du merkst dann schon, jetzt wird es dann Zeit oder nicht, dass du halt was nimmst. Und so richtig abfallen lassen tue ich es zum Glück eh nicht. Das ist mir vielleicht früher passiert oder hin und wieder passiert es mir noch, wo dann eigentlich schon der Trainer während der Radausfahrt schreibt, Alter, wie wär's, was hast gegessen? Isst vielleicht? Und ich so, ja, ich habe eh schon, ja, war zu wenig. Ja, genau. Also okay. Natürlich ist es ist ja nicht im Blut, sondern im Unterfettgewebe und du hast halt nicht du hast einen leicht verzögerten Wert. Sprich, du musst halt noch vorsichtiger sein. Ja, das stimmt schon. Aber inwiefern macht man sich dann abhängig von diesen ganzen Teilen? Weil ich sage mal, sein Körpergefühl ist ja auch, also früher hat man das auch irgendwie hinbekommen und hat halt einfach das Körpergefühl gehört. Aber inwiefern ist das dann auch, wird es dann irgendwann zu viel Daten und die schlagen dich dann vielleicht? Zwei Dinge. Erstens, früher waren definitiv die Leistungen nicht so gut, wie sie heuer sind, also jetzt sind. Zweitens, du hast vollkommen recht. Andererseits, also mit dem Körpergefühl, man verliert es vielleicht, aber man muss, weiß nicht, ich habe es irgendwie dadurch zurückgefunden, dieses Körpergefühl, das ich irgendwie vielleicht nicht hatte, weil ich es aber auch mit den Trainingsjahren im Ausdauersport, glaube ich, entwickelst du erst dieses Gefühl, weil ein normalsterblicher, der jetzt vielleicht Sport macht, aber jetzt nicht wirklich, so wie mein Bruder, der hat kein Körpergefühl. So, das sage ich jetzt einfach mal so. Und ich habe das definitiv in den viereinhalb Jahren, habe ich das gelernt. Und für mich ist es einfach, wirkt es unterstützend, das alles, was ich alles messe. Puls, Glucose, Watt, was weiß ich nicht alles. Also es ist definitiv unterstützend. Und was auch ein Argument immer von vielen ist, ja, die Kenianer und die alle, die verwenden das auch nicht. Ja, eh nicht, aber wir sind nicht die Kenianer. Wir laufen nicht, seitdem wir laufen können, barfuß um und dumm und können einfach laufen und leben auf 2000 Meter, sondern wir sind weiße, dicke Europäer, die mit 7 Jahren schon in die Nike Air Force oder wie das heißt, drinnen stecken und irgendwelche Einlagen. Vielleicht. Aber siehst du nur meinen Kopf. Den Großteil Europäer einfach so. Ja, weißt du, es ist einfach jetzt schon vielleicht ein drastisches Beispiel, aber es ist einfach so. Ja. Und dann muss man halt, wenn man zu denen aufschließen will, dann muss man halt definitiv schauen, wie man das machen kann. Und das funktioniert halt, oder ich meine, sicher kann es auch sein, dass das nur mit Training funktioniert, aber ich sehe es bei mir, ich laufe seit 4 Jahren und ich habe fast in jeder Disziplin, auf jeder Distanz meine Bestzeiten einfach um irrsinnig viel verbessert. Ja. Und ich traue mich zu sagen, dass es nicht funktioniert hätte, wenn ich einfach nur unter Anführungszeichen gelaufen wäre und das nicht so konsequent analysiert und umgesetzt hätte, wie ich es jetzt wirklich gemacht habe. Ja, ich glaube zwei Dinge. Einerseits glaube ich sogar, dass der Kipchoge ja auch Partner von Super Sapiens ist und das auch benutzt. Also nicht so, dass und der läuft auch mit einem Watt-Sensor. Ja. Genau. Und zweitens, ich glaube, es kommt auf deine Beziehung zu den ganzen Dingen an. Es ist, glaube ich, ähnlich wie mit Herzfrequenz. Ich glaube, es ist wahnsinnig gut, also um mal ins Laufen reinzukommen, um einfach nur Spaß zu haben, ist es wahrscheinlich wurscht. Aber wenn du halbwegs ambitioniert bist, glaube ich, ist es wichtig, das am Anfang zu haben, um dein Feingefühl zu justieren. Ich glaube, du darfst nicht Sklave dieser Dinge sein. Also ich trage nach wie vor noch immer einen Herzfrequenzgurt. Aber ganz ehrlich, wenn ich Zone 3 laufe, ich schaue meistens nicht mehr so viel auf die Uhr, weil ich das einfach im Gefühl habe. Ich weiß, wie sich das ungefähr anfühlt. Und dann laufe ich das einfach. Also ich finde, es sollte Mittel zum Zweck sein, um einfach dein Körpergefühl so ein bisschen justieren. Und irgendwann, glaube ich, hast du das einfach im Gefühl. Ich glaube,
dort muss es hingehen. Gebe ich dir vollkommen recht. Mein Trainer sagt teilweise so, okay, heute rennst Dauerlauf mit 1,3 Laktat. Und das sagt er immer so, weil ich schon weiß, was das heißt. Weil wir 20.000 Läufe mit 1,3 Laktat bei ihm am Laufband gemacht haben. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß ganz genau, was ich da für Herzfrequenz habe und ich weiß ganz genau, wie da mein Glukose ausschaut und ich weiß, wie viel Watt ich da laufe. Also, man lernt es halt. Bei mir ist es nur witzig, meistens am Anfang der Saison brauche ich noch meistens ein, zwei, also wenn ich dann so ein bisschen Pause gemacht habe, brauche ich noch ein, zwei Läufe, wo ich dann ein bisschen mehr auf die Uhr schaue und ab dann habe ich das irgendwie so im Gefühl und dann... Woher wisst ihr das? Jedes Mal, wenn ich mir denke, ah, jetzt bin ich in der richtigen Zone, schau noch 2 Kilometer auf die Uhr, denke ich mir, puh, schon wieder 10 Herzschläge falsch. Ich glaube, das ist kontinuierlich jedes, jahrelanges Training. Ja, aber es ist kontinuierlich jahrelang falsch, was ich da mal denke. Also, mein Körpergefühl, ich meine, ich weiß nicht, ich habe ein Körpergefühl offenbar von einem Hockstock. Ich weiß es nicht. Um Peters Trainingshistorie vielleicht etwas zu rekapitulieren. Seit 6 Monaten trainierst du mit Trainern. Davor war dein einziger Laufspeed, den du drauf gehabt hast, war Vollgas. Ich würde auch behaupten, dass du kein Körpergefühl hast, was es heißt, in ruhigeren Zonen kontrolliert zu laufen. Und das kriegst du auch nach 6 Monaten nicht einfach so hin. Das ist dann, das kommt dann nach das 4 Jahren oder 3 Jahre. Das ist einfach, ja, vielleicht zweieinhalb, ja. Das kannst nicht in wenigen Monaten kannst du das nicht aneignen. Aber mit einem Wandertag gewinnst du da nichts. Nee, aber... Lassen wir das. Aber das mit dem wie andere laufen, also das hat ja der Harald Fritz jetzt auch in der letzten Folge gesagt, die Kenianer laufen mit dem Zeug nicht, oder Äthiopier, weil erstens ist es dort Volkssport und zweitens, na, die erste Liga, die ersten 10 laufen damit auch. Und alle anderen können sich es halt einfach echt nicht leisten. Fertig. Und das, was sie dort sehen, wie die Leute beieinander sind, also die Physiotherapeuten, er hat gesagt, die sind halt, der Großteil ist halt nach ein paar Jahren einfach nur Fetzen hin. Weil sie einfach nur Vollgas kennen und jeder Lauf ist ein Ausscheidungsrennen. Weil sie einfach wissen, wenn ich vorne mitspielen will, dann muss ich immer Vollgas geben. Und dann muss ich halt immer bis zur Schweibgrenze laufen. Also da sind wir in einer, also da ist einfach, glaube ich, der Stellenwert von Laufen und wie Laufen verstanden wird, bei uns eine ganz andere Geschichte. Was ich aber lustig finde, weil ich durchaus auch schon Interview von, ich meine, es war ein Kenianer, der gemeint, im Training trainiert man nur bis zu 80% oder 90%. Also das dürfte durchaus auch kulturell, philosophie, technische Unterschiede geben. Ja, ich finde vor allem jetzt bei den Kenianern, es gibt einfach im Vergleich zu uns Europäern viel mehr, die laufen. Da gibt es einfach wahrscheinlich unzählige. Und die haben halt dann einfach, das ist eh so wie bei uns, die Trainer werfen die Athleten ins kalte Wasser und die überbleiben, bleiben über. Und dort ist genau das Gleiche. Nur sind einfach dort viel mehr, die ins kalte Wasser geschmissen werden und deswegen bleiben viel mehr über. Wie viele gute Kenianer kennst du im Skifahren? Eben. Das ist genau dasselbe. So. Bei uns einfach jeder, der 6 Jahre alt ist, wird auf einen Berg aufgestellt und gesagt, wenn du das überlebst, hurra die Post, kommst du in den Skiverein. Und dort ist es halt im Laufen das Gleiche. Im Laufen, ja. Wenn du genug Menschen auf einer Seite reinschmeißt, dann werden halt auf der anderen Seite ein paar gute rauskommen. Ja, ich finde, Skifahren ist der beste Vergleich, wenn man sich das irgendwie vorstellen kann. Ja. Aber zum Glukosesensor habe ich noch eine Frage. Die sind ja, weil du laufst ja oft wirklich, also ich schätze mal im Wettkampf, am Limit. Weil sonst, da würdest du es ja nicht machen. Und die sind ja, diese Nicht-Diabetes-Sensoren, regeln ja ab. Voll. Ab einer gewissen Dings. Bei 200. Genau. Laufst du dort außen, out of bounds oft, oder gewöhnt sich der Körper dran? Wobei, ich vergleiche, ich freak, habe ja den Diabetes-Sensor natürlich auch. Ich habe ja verglichen. Ich habe dann auf 2 Oberarmen. Den von Freestyle Libre und auf der anderen Seite den von Super Sapiens, um zu vergleichen, wie eigentlich die Werte
sind, ob das unterschiedlich ist, kann man jetzt schwer vergleichen, weil es immer auch von der Position eigentlich abhängt, wo man es reinsticht und so. Und es ist auch von Sensor zu Sensor teilweise unterschiedlich. Manchmal ist es schwankender, manchmal ist es gleich. Also ich glaube, man kann es halt nicht 100% hernehmen wie im Blut. Wurscht. Jedenfalls bin ich, wenn alles gut läuft, im Wettkampf immer auf 200 und drüber, ja. Und teilweise im Training, ja, ist es, weil ich eben nicht so intensiv gehe, bin ich auf, ja, hin und wieder auch auf 200, aber im Schnitt so auf 40, 150, 180 und so. Da habe ich letztens diskutiert mit einer Ernährungsexpertin, die ist mir dann schon am Socken gegangen, wo es gesagt hat, na, das ist ja nicht gesund, wenn du auf 150 und 200 bist. Sag ich, ja, na, es ist halt einfach so, wenn der Körper Stress hat, dann steigt der Glukosespiegel grundsätzlich mal. Und wenn du aber noch Leistung bringen willst, dann führst du halt auch noch Zucker zu, weil sonst funktioniert es gar nicht und dann bist halt einfach oben. Und aha, aber das ist ja trotzdem dann schlecht. Und im Endeffekt, na, das sicher ist schlecht, wenn du halt dauernd auf 140 und mehr bist. Aber das bist du ja nicht. Die Kunst ist es ja, in meinem Fall, den Glukosespiegel während des Tages und in der Regenerationszeit ja zwischen 80 und vielleicht 100 zu halten, damit der Körper einfach ja regenerieren kann und du im richtigen Bereich halt unterwegs bist, um einfach damit die Prozesse richtig ablaufen. Und das ist ja eigentlich der Hauptfehler, den viele falsch machen, die einfach dann zu viel Stress haben untertags oder vielleicht zu oft snacken, wo auch immer wieder der Glukosespiegel in die Höhe geht und so. Das ist vielleicht auch nicht so der Idealfall, das muss man halt herausfinden. Aber ja, so ist das. Ja, Andi, hör dir das an. Und dann kommst du wieder, wenn du nicht Profi bist, halt wieder in das Problem, dass du eigentlich noch so viel Leben um den Sport drumherum hast, dass das dann einfach manchmal auch schwierig wird, wenn du dann Beruf hast und dort wird stressig, dann ja. Da ist halt der Vorteil, wenn du dich wahrscheinlich voll auf das konzentrieren kannst und einfach auch mehr Zeit für Regeneration hast, oder? Voll. Das auf jeden Fall. Also ich sehe, wenn ich halt niemanden um mich habe und ich nicht reden muss und ich nicht irgendwo deppert rumsitzen muss und den anderen beim Essen zuschauen kann, dass ich halt, wenn ich liege, entspannt bin und mein Glukosespiegel konstant ist und sich nicht zickzack bewegt und nicht extrem ansteigt. Also das ist natürlich als Profiathlet, wenn du da regenerieren kannst, das ist das Um und Auf. Ja. Was aber extrem spannend ist, was jetzt meine Ernährungsexpertin auch macht, die behandelt oder die hilft Leuten, es sind am Anfang nur Leute gewesen, die abnehmen wollten, und die hat dann das System quasi von mir ein bisschen übernommen, die hat denen den Sensor gegeben, um denen zu zeigen, was das Essen, was sie essen, oder der Kaffee oder das Cola eigentlich ausmacht. Oder nach dem Mittagessen die Torte oder so irgendwie, dass da eigentlich ein Glukose-Rush ist und dass du eigentlich dann wieder komplett in den Keller fährst und dass dich dann eigentlich schlecht fühlst und müde fühlst und hin und her. Und die hat denen den verabreicht, um zu sehen, so geht's nicht. Und denen halt zu zeigen, wie ist das unter Anführungszeichen normale Körpergefühl. Und dann hat sie auch teilweise so Leute gehabt, die wirklich schon reinrutschen, vielleicht in einer Krankheit oder so und dauernd unter Stress sind. Und die haben auch damit gelernt, wie sie das Ganze dann angehen mit Essen und entspannend einen Tag über ja zu leben, halt um in der richtigen Glukosezone zu sein und um den Stresspegel einfach zu verringern. Torte. Ja. Ich glaube nach wie vor, ich habe noch eine daheim. Ich glaube, ich sollte wieder mal aktivieren. Vielleicht will ich mich wieder mal. So eine Glukosesensor oder Torte? Ja? Beides. Torte. Aber die Torte nur, damit ich sehe, wie schlecht sie ist, damit ich sie beim nächsten Mal wechsle. Ach, was sagen wir, ich werde es beim nächsten Mal auch essen. Das natürlich, du musst das ja belegen. Ja, ob's eh stimmt. Nur für die Daten. Muss mindestens 3 bis 5 Mal getestet werden, dass das auch wiederholbar trifft. Also, die schmeckt ja eigentlich ziemlich grauslich. Also wirklich, pfui, pfui, pfui. Gebt's mir's, ich schmeiß weg für euch. Ja, ich entsorge sie für euch. Ich fühle sie an einem besseren Ort. Richtig. Ja. Ja. Peter, hast du noch wunderbare Fragen auf deinem Zettel? Weil jetzt haben wir die Julia schon fast 2 Stunden mit unserer Anwesenheit gequält. Ja, das ist richtig.
Sie schaut eh schon ganz leinendreinsitzend. Sie konnte 2 Stunden lang nicht quer liegen und ihren Glukose zwischen 80 und 100 halten. Und wenn wir jetzt noch länger reden, dann kriegen wir morgen eine WhatsApp von ihrem Trainer, was wir angetan haben, dass die nächste Session nicht so gut funktioniert. Ja, oder er schickt uns einfach, welches Training wir machen sollen, was viel schlimmer wäre wahrscheinlich. Oje. Wahrscheinlich, ja. nicht so lustig. Ja, eben. Also, ich habe eigentlich keine Fragen mehr, aber wir können ja wahrscheinlich jetzt da schon so ein bisschen Sneak Preview geben, dass wir vielleicht die Julia in Bälde wiederhören. Oh mein Gott. Ja. Bleibt hier auf diesem Kanal. Richtig. Stay tuned. Aber nachdem du uns jetzt da eine Stunde, fast 2 Stunden dich mit uns unterhalten hast, gehören dir natürlich die letzten Worte. Was sage ich denn da? Definitiv. Ich glaube, wir haben schon genug gesprochen. Es war cool. Hat mich gefreut, bei euch zu sein, mit euch zu plaudern, um Gott und die Welt eigentlich. Ja, es gibt nichts, was wir nicht behandelt haben. Eigentlich. Ja. Fußball und Einschaltquoten und Geld und Frau und Training. Ja, cool war's. Und ich freue mich eventuell aufs nächste Mal. Ja. Ich find dafür, dass wir ein Lauf-Podcast sind, haben wir eine halbe Stunde lang über Fußball geredet. Das hat mich durchaus fasziniert. Es hat mich auch ein bisschen verstört, ja. Weil du Fußball so liebst, Peter. Oh ja, ich bin ganz drin, ganz dick dabei. Gut, ich danke dir vielmals, dass du dich uns angetan hast. Und ich freue mich auf das vielleicht nächste Mal. Jawohl. Servus. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, baba.